Dann gehen wir ganz lässig in die ganz kurze Analyse rein, oder? Gönnen wir uns mal schnell 53 Minuten. So ein paar Minütchen habt ihr Zeit, oder? Let's go. Wir geben uns hier die komplette Eskalation, Alter. What the fuck? So, wir sind beim Finale Gio gegen Lasker. Ihr wollt also wissen, wer dieses Jahr JBB-King ist. Es ist ein sehr umfangreiches Finale geworden und dementsprechend umfangreich ist auch diese Analyse. Seit neuestem vergleichen wir ja Hinrunde mit Hinrunde und Rückrunde mit Rückrunde, beziehungsweise habe ich das jetzt einfach in Runde 1 und Runde 2 umgetauft. Also fangen wir an mit Runde 1. Die Videos. Lasker hat ein sehr SpongeBob-inspiriertes Video. Wir haben die Qualifikationslocation, die Skimaskentypen, die Folterkammer. Es wirkt alles wie eine etwas schwächere Kopie. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Parodie sein soll oder was das zu bedeuten hat, denn Lasker hat in der Rückrunde zwar eine Ausrede dafür, aber trotzdem finde ich das nicht ganz schlüssig. Denn er sagt, dass es Gio daran erinnern soll, was SpongeBob mit ihm gemacht hat, aber er nimmt nur Sachen aus Runden, die gar nicht gegen Gio gebracht wurden. Stimmt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Er hat recht. Ja gut, okay, aber aber es macht ja trotzdem Sinn insofern, ne, ich will dich erinnern so, ne, an die Runden von diesem Schwammboy quasi, auch wenn es nicht genau, ja, ich denke, das war schon zurechtgelegt, der Konter. Aber warum, ich verstehe aber dann trotzdem nicht, warum sollte man genau die gleichen Locations benutzen wie Spongy, so, ich denke, es glaube ich nicht, dass das so bait war, oder? Da muss doch ein Plan hintergesteckt haben, das macht man doch nicht so offensichtlich, das wäre doch irgendwie unsinnig, oder? Und somit gar nichts damit zu tun haben, wenn er das alles angeblich so krass mit Absicht macht. Warum bringt er da nicht eine Punchline damit und sagt, ey, ich erinnere dich an das, was damals war? Ja, das wäre eigentlich krasser. Verstehe ich auch nicht. Und warum beitet er schon seit der Qualifikation? Egal, wie ich es drehe und wende, ich habe keine Erklärung, die Laskers gebeitete Videoideen gut oder plausibel machen würden, aber nichtsdestotrotz ist Laskers Video qualitativ hochwertig produziert. Ja, sieht Lasker Video sieht nice aus. Gios Video ist ziemlich einfach gehalten, was den Drehaufwand angeht. Ein paar beleuchtete Performanceaufnahmen und viele, viele Ausschnitte von Lasker. Es ist eigentlich etwas schwächer, was den technischen Aspekt angeht, aber das Video macht brutal Stimmung, ist atmosphärisch gut umgesetzt und ist passend. Er nimmt einen komplett in diesen Anti-Lasker-Film mit rein. Ich finde das sehr gelungen. Mir persönlich gefällt es sogar besser als das von Lasker, weil der mich einfach pausenlos an einen Möchtegern-Spongeboss erinnert. Lasker hat mehr Aufwand betrieben, was Locations, Statisten und Accessoires angeht, aber es wirkt alles wie ein Plagiat. Diese Stelle ist auch so dumm, Alter. Ich finde das Video von Gio rein atmosphärisch und vom Konzept her einfach besser. Lasker ist aber aufwendiger produziert. Ich gebe beiden einen Videopunkt. Ich finde, das kann man machen. Ich weiß, was er meint. Also sein Video sieht geiler aus, also auch filmischer. Bei mir sieht man schon mehr, dass es so selbstgemacht ist. Vor allem in den Szenen, in denen ich da in irgendeinem Keller sitze und so. Alleine vom Licht und sowas. Aber ich glaube, die Atmosphäre hat da gut wieder wettgemacht. Von dem her ist ein 1-1 da voll okay. Flow. Bei Flow ist das auch eine kleine Zwickmühle. Lasker ist viel musikalischer. Floats. Was Fun Fact, Julian ist einfach mein Nachbar, Digga, laber kein Scheiß, ist ganz ehrlich oder was? Mach mal jetzt keinen Kack. Ein Videopunkt. Flow. Bei Flow ist das auch eine kleine Zwickmühle. Lasker ist viel musikalischer, Flow ziemlich gut und exakt, aber langweilig. Gio flowt im Erzählmodus eine fast 7-minütige Geschichte und das ohne, dass es langweilig wird. Lasker klingt manchmal etwas eintönig und monoton. Gios Runde ist dagegen sehr abwechslungsreich und das sogar ohne Hook. Ich kann mir Gios Runde persönlich besser geben und es hätte mich nicht mal gestört, wenn sie doppelt so lang gewesen wäre. Okay, krass. Also habe ich heute ein ganz anderes Feeling zu. Aber ich habe heute zu der Runde ein anderes Gefühl. Also, weiß nicht, vielleicht liegt es auch einfach daran, ich bin ja allgemein ein selbstkritischer Mensch, aber ich finde die eher nicht so geil anzuhören. Und finde Laskers Runde ganz geil zum Anhören, zumindest jetzt so rein aus dieser musikalischen Perspektive. Ist halt locker flockig, ne? Geht gut ins Ohr mit einer coolen Hook dazwischen. Okay, aber... Na gut. Laskers zweiter Part hat 28 Zeilen und da wird's wegen seiner etwas monotoneren Art zu rappen schon leicht grenzwertig. Lasker ist musikalischer, Gio ist dafür battle-rappiger und unterhaltsamer. Du beitest deinen Text und ich würde mich nicht mal wundern, wenn er gegen mich eine Zeile von mir rappt. Alter, keiner will dich Lauch in den Charts sehen. Bevor ich dein Album kauf, kauf ich mir Hagel. Gio zieht sich meine Vorrunde rein und das war Felix, der zweite Gärtner, der dann dafür bekannt ist, aus den Wolken zu fallen. Du kleiner dummer Junkie, glaubst du bist der Geilste, doch ich mach's wie du mit deinem Gras und rauch dich in der Pfeife. Auch hier gebe ich beiden den Punkt. Okay, er gibt beiden den Punkt. Hätte ich jetzt den Punkt bekommen, hätte ich das schon weird gefunden. Aber so okay. Technik, hier wird es sehr viel leichter. Beide liefern hier nicht den technischen Überschritt, aber Gio hat unfassbar viele Zeilen und hält den Technik-Level trotzdem durchgehend auf einem etwas höheren Level als Lasker. Er schafft es zwar nicht ganz ausschließlich Qualitätsbars zu kicken, aber er hat es sich mit seiner riesigen Menge auch selber extrem schwer gemacht. Außerdem ist seine Runde inhaltlich sehr stark, beziehungsweise stärker als Laskers, was auch noch zusätzlich schwer ist. Gios Reimstruktur wirkt einfach
einfach sehr viel runder und ungezweckter als die von Lasker. Okay, ja, nimm mich mal so hin, ja. Punchlines, Lasker, deine... Ich hab jetzt, es ist natürlich schwer, wir hören beide Runden einmal, ne, da, ich kann nicht auf alles achten. Reime, Flow, Punchlines, so, ich achte da jetzt eher mehr drauf, so, ey, was ist eine geile Line, was gut geschrieben, oder wenn der Reim wirklich voll hervorsticht, dass ich mir denke, oh, okay, krass, das ist mir gut aufgefallen. Mir ist zumindest kein Reim hängen geblieben in der Hinrunde von Lasker, zumindest, also scheint da in der Hinsicht auch nicht viel gekommen zu sein. Einen ziemlich starken Einstieg, indem er erzählt, was Gio für eine Ratte ist, wie Gio alles geplant hat und seinen eigenen Freund Cassius Clay verraten hat, das sind ziemlich gute Fronts. Glückwunsch, wieder hast du's ins Finale reingeschafft, du Snitch. Alles klar, Digga, dann labern wir mal Tacheles. Ja, denn Gio, das Bizarre an der Sache ist, dass du hinter der Fassade eine Ratte bist. Bis jetzt hat es keiner deiner Fanbase gepeilt, denn das Ganze war geplant bis ins letzte Detail. Gio macht in seinen Texten noch korrekt, aber nein, denn für Fame stellt er seinem Freund Cassius ein Bein. Dann wird's aber etwas unauthentisch. Lyrisch bleibt es ziemlich gut, aber der Facebook-Verlauf hebelt leider seine eigene Punchline wieder aus. Er sagt, was würdest du sonst noch für die Klicks tun? Und warum riefst du Tim nach dem Viertelfinale an und meintest sorry für den Bitch-Move? Diese Aussage hätte ich im Rahmen der Runde noch für glaubhaft gehalten, aber der Beweis, der dann angeführt wird, macht es wieder etwas unglaubwürdig. Denn in dem Verlauf sagt Cassius Clay, ich habe am Tag vor der Analyse eine 5 Minuten WhatsApp-Voicemail von ihm bekommen, wo er sich 14 Mal entschuldigt hat. Gäbe es diese Voicemail wirklich, dann hätte er sie Lasker geschickt und der hätte sie wiederum reingeschnitten. So ist es einfach nur ein lächerliches Rumgeheule von... Ja gut, muss nicht unbedingt sein, ne, kann ja auch sein, dass er einfach die Information weitergeben wollte, aber sich nicht in das Battle einmischen wollte mit irgendwelchen Voicemails, mag sein, aber ja, die Sache ist halt, ich hätte jetzt im Nachhinein gar nicht mehr gewusst, ob das so war oder nicht, weil es zu lange her war und hab da extra Cashes gefragt und da kam mir die Antwort, dass das nicht passiert ist, ne. Von Gios letztem komplett zerstörten Opfer. Digga, Alter. Der wieder auf den eingeprügelt. Was ist er nochmal, Cassius Clay, als schlechten Verlierer? Warum nicht was Plausibles, nicht Nachprüfbares ausdenken? Er hätte schreiben sollen, dass Gio ihn am Telefon vollgelabert hat. Und schon gäbe es keine Aufzeichnung. So ist die Rede von einer Aufzeichnung, die einfach nicht existiert. Oder zumindest nicht in die... Jetzt weiß ich aber auch, warum die Analyse 55 Minuten geht, Digga. Da geht der ja voll ins Detail. Da nimmt ja alles komplett auseinander. Bitte lass diese komischen Videoclips draußen sein. Ich werd enttäuscht, oder? Die werden drin sein. Scheiße. Dieser Form existiert in der es hier behauptet wird, denn sonst hätten sie einen Ausschnitt reingetan. Ich verstehe einfach nicht, wie man sich immer so dämlich beim Lügen erwischen lassen kann. Wie gesagt, nichts dagegen, wenn sich die abenteuerlichsten Geschichten ausgedacht werden, aber dann auch bitte plausibel und am besten nicht nachprüfbar präsentieren. Was danach kommt, finde ich wieder richtig gut. Vor allem das mit dem Spiegel ist meiner Meinung nach die beste Zeile der gesamten Runde. Du konntest dich entscheiden zwischen Geld oder Freundschaft. Tu nicht so, als wenn du es am Ende bereut hast. Du Pussy bringst so deepe Tracks. Aus gutem Grund, denn die Verräter-Lines treffen. Nur wenn du sie in den Spiegel rappst. Der Rest vom Part ist ganz okay. Das, was die Verse sagt, ist zwar viel plausibler als das von Cassius Clay und außerdem nicht nachprüfbar, weil hier nicht von einer Aufzeichnung gesprochen wird, aber von einer Entschuldigung ist in dem Text gar nicht die Rede. Das hat Lasker dann wohl wieder mal dazu gedichtet. Stell deine Freunde als Verräter da, doch was bist du, wenn du verrätst, dass jeder deiner Freunde ein Verräter war. Gegen Cassius auszupacken fiel dir nicht schwer, dass du dich entschuldigst, das hab ich auch von Divers gehört. Ziemlich gut finde ich die Idee, die Überline von Gio nochmal gegen ihn zu verwenden. Auch wenn die Umsetzung leider ziemlich schlecht ist. Diese Line hätte man sehr viel wirkungsvoller umdrehen können, aber man könnte sagen, der Wille zählt. Ich verliere lieber, als mich ständig zu bücken. Du nennst mich hässlich, doch bist menschlich ein Krüppel. Ich war übelst empört und deshalb bang ich dich mit Figur. Du siehst aus wie ein Krüppel und bist menschlich eine Missgeburt. Ja, da fand ich die Line, jemand, der innerlich so hässlich wie oder innerlich hässlicher als äußerlich ist oder wie die formuliert, die fand ich noch geiler. Hier ist, trifft Julian schon ganz gut, ne, der Wille war da. Ist das nicht eine krass umgedrehte Line, aber ja, kann man irgendwie so machen. Jok ist Lasker-typisch wieder ziemlich eingängig und musikalisch, aber im zweiten Part geht's weiter mit etwas komischen Sachen. Ich wusste teilweise einfach überhaupt nicht, von wem er redet. Ich weiß nicht, wer Tim Tonic ist oder My Own Music. Ja, hab ich ja gesagt, war halt auch nicht so schlau, Digga, wenn du dir irgendwas ausdenkst, dann wenigstens irgendwas, womit die Leute was anfangen können. Der droppt da irgendwelche meinen Music-Namen, ja okay. Wir werden jetzt sagen, dass ich das googeln muss, aber wenn der Angreifer es nicht schafft, solche Anschuldigungen so zu erklären, dass man das ohne Hintergrundwissen sofort begreift, dann ist das ein schlechter Diss. Ich will nichts googeln müssen, um eine Punchline zu kapieren. Ja. Und wenn die Sachen unbekannter sind als das JBB, dann ist die Push-Geschichte sowieso unauthentisch, weil es hier den größten Push gibt. Hey, du hast zu deinen Gegnern gesagt, sie haben einen Knebelvertrag bei Mediakraft, doch selber hast du Pläne gemacht, denn er wusste, wenn er Tim Tonic jeden Monat einen Profi gibt, pusht er ihn und sorgt dafür, dass jeder Gios Mucke sieht. Das war
war der Grund für ihn, weshalb er dann bei Mayo Music unterschrieb. Trotzdem heißt es Arbeitsamt, Nummer ziehen und so sah man ihn schreibend in sein Kinderzimmer hängen. Mit der Hoffnung, er bleibt weiterhin im Internet präsent. Sowas direkt am Anfang eines Parts irritiert mich komplett in einem Diss. Das wirkt wie Name-Dropping mit No-Names und ist damit Wackshit. Dann geht es weiter. Ja, das ging schon ins Leere. Damit Byte-Vorwürfen, ein sehr dünnes Eis, auf das sich Lasker hier begibt, weil sein gesamtes Video, wie gesagt, sehr SpongeBob inspiriert ist. So fällt ihm nichts mehr ein, glaubt der anderen Rappern halt die Ferse. Ja, wie gesagt, Digga, so naheliegend, ne, das ist ja jetzt keine komplexe Line, auf die einer kommt. So ist klar, wenn du gegen Diverse rappst, dann bringst du irgendeine diverse Line, Digga. Rappen halt diverse. Die kennen wir doch woher und sag, wie dreist ist das bitte, von deinem eigenen Gegner etwas biten zu müssen, denn die letzte Zeile deiner Hook ist mir auch bekannt. Vor allem auch krass, wenn man sich überlegt, dass Thematic da so viel mitgeholfen hat und dann so Byte-Angriffe. Hui! Digga, du beitest deinen Text und ich würde mich nicht mal wundern, wenn er gegen mich eine Zeile von mir rappt. Grundsätzlich etwas, was man durchaus bringen kann, aber Lasker macht viel zu sehr aufs Bonji, um irgendwem Gebeite vorzuwerfen. Danach wird seine Mischung aus lustig, übertrieben und unterhaltsam. Die Line mit Felix Baumgartner fand ich irgendwie schrottig, aber danach geht's dann um Gios Perle und seine Tochter, die er selber fickt, bis sie dann wegen Mangelernährung draufgeht und Gio keinen Bock hat, die Leiche zu ficken. Bro, wie stumpf er das runterrattert, Alter. Okay. Gio zieht sich meine Vorrunde rein und das macht Felix der zweite Gärtner, der dann dafür bekannt ist, aus den Wolken zu fallen. Deine Perle hat wohl mehr als Masimoto gekippt, oder weshalb hat sie mit so einem Quasimodo gefickt? Vorher machte Gio noch in das Kondom einen Schnitt, mit dem Gedanken, das Kindergeld nehme ich monatlich mit. Doch der wahre Grund, weswegen Gio eine kleine Tochter hat, jetzt hat er jeden Tag ein Loch parat. Aber Leute, glaubt mir, eines Tages, man verhungert sie eh, denn er ist stark damit beschäftigt, seine Runde zu drehen. Ich schwör, er schmeißt sie auf den Müll, die nächste Szene wird dann gleich geschnitten, denn Gio sagt's nochmal, ich steh nicht so aufs Leichenficken. Diese sehr makabere Geschichte hat auf jeden Fall einen gewissen Entertainment. Durchatmen. Faktor. Gut fand ich noch die letzte Line nach der Hook in der Lasker-Bezug auf Gios Runde. Jetzt muss ich mir die ganze Scheiße nochmal geben, Digga. Der lässt ja alles durchlaufen. Jetzt kann ich mir das alles nochmal geben. Gegen Cassius Clay nimmt. Und wie erwartet hab ich Kasa in der Hook. Mann, in diesem Battle fühlst du dich gerade wie im Puck. Wie erwartet fick ich Kasa an der Hook. Und nicht seine Mom, denn sie ist gerade noch im Puff. Die Runde von Lasker hat auf jeden Fall eine ziemlich gute Mischung aus Humor und Pseudo-Real Talk, auch wenn sie ein bisschen zu viel Gejammer von Gios Opfern beinhaltet. Das spricht nur noch mehr für Gio und seine Zerstörung, wenn seine Gegner immer noch am Weinen sind. In dieser Runde gibt es insgesamt nichts, was jetzt in irgendeiner Form überwältigend heftig gepuncht hat. Unterhaltsam ist die Runde auf jeden Fall gewesen, hin und wieder lustig und auch mal ein Schlag unter die Gürtellinie. Aber ich habe einfach so richtige Überlines vermisst. Man denkt keinen Moment, dass eine richtige Zerstörung vorliegt, weder atmosphärisch noch inhaltlich. Ja, die ist halt so, ne, die klang ganz cool, aber die ist halt so vor sich hingedümpelt, so die Hinrunde. Ihr habt sicherlich gemerkt, dass ich fast keine einzelnen Lines rausgesucht habe, weil die Passagen immer nur als Ganzes irgendwo punchen, aber kaum prägnante Einzellines vorhanden sind. Lasker ist sehr konstant, es gibt fast keine Highlights und auch nichts sonderlich Schlechtes. Das läuft alles so durch, ohne viele nennenswerte Ereignisse, was auch viel auf den etwas monotonen Flow zurückzuführen ist. Seine Musikalität steht seiner Punchline-Delivery etwas im Weg. Kommen wir zu Gios Runde und die ist gigantisch. Es sind 144 Bars, die er da gegen Lasker gebracht hat. Und es sind viele, viele gute Punchlines dabei. Es würde schneller gehen, wenn ich euch sagen würde, welche Zeilen nicht gut sind, anstatt alle guten aufzuzählen. Aber wir machen es natürlich ordentlich und ausführlich. Wir sind... Boah, krass. Das hat ja richtig gefeiert. Schließlich im... Dafür, dass es so viele Lines sind? Finale. Wer hier behauptet, dass Gio nur Quantität statt Qualität gebracht hat, redet richtigen Blödsinn. Natürlich kann man unmöglich 144 Überbars kicken, aber die Qualität liegt durchgehend sehr weit oben. Also fangen wir an. Der Anfang ist eine Art Einleitung. Da passiert punchline-technisch nicht sonderlich viel, weil er erstmal seine Gatling-Gun aufbaut, bevor er losschießt. Sehr atmosphärisches Zusammenspiel aus Beat ohne Drums und bedeutungsschwangeren Aussagen. Bedeutungsschwanger. Oh, dieses Wort. Zuerst erzählt er, was er mit seinen vorherigen Opfern gemacht hat und was er von Lasker hält. Ich hab mit privaten Details alle Rivalen zerfleischt und mir war klar, dass ich damit das Finale erreich. War nur eine Frage der Zeit. Doch zu dir fällt mir kein Wort ein, das diesen Hass, den ich in mir trage, beschreibt. Direkt von Hass zu sprechen ist etwas überdramatisch, aber bei jedem das Seine. Danach geht es weiter mit Kritik. Überdramatisch, bei Julian? An Laskers Art zu battlen und der Art, wie Lasker vorher im JBB 2014 zu überdramatisch, gibt's das? Battled wurde. Denn Gio hält es nicht für nötig, über Laskers Familie zu sprechen, wie Lasker
Lasker es gegen 80 getan hat. Er will nicht so abheben, wie er es wohl bei Lasker vermutet. Und er will nicht oberflächlich auf Fett und Hässlichkeit gehen wie Entertainment. Ich bin niemand, der über dein Wohnverhältnis spricht. Ich bin ein Mann, der trotz des ganzen Fames bodenständig ist. Also denk mal nicht, dass ich dich jetzt oberflächlich diss. Nein, ich werd nicht sagen, dass du fett oder hässlich bist. Sehr ambitioniertes Unterfangen und sehr geile Stimmung, die der Gio hier rüberbringt. Es wurde so viel über Laskers Äußeres gebracht, dass Gio hier direkt am Anfang einen erfrischend anderen Ansatz gewählt hat. Er will uns mehr über Lasker und seinen Werdegang erzählen und damit fängt er im Anschluss auch direkt an, nämlich mit recherchierten Details über Laskers vorherigen Namen. Ja, aber wie gesagt, Mann, diese Voldemort-Line beißt sich halt voll mit dieser Anfangsaussage, das nervt mich. Denn die Leute sollten mehr erfahren über dich und deinen Werdegang. Hört euch einfach diese Verse an, als ich damals noch Beatbox gemacht hab und du dich statt Lasker noch E-Shot genannt hast. Da warst du noch ziemlich unbekannt, selbst in deinem Bundesland hörte sich doch keiner deine Mucke an. Danach fängt er ein bisschen an, Laskers selbstgeschaffene Angriffsfläche mit dem Kiffen einzuleiten. Und nach dieser ausführlichen, Stimmung erzeugenden Einleitung nähern wir uns dann auch der allerersten richtigen Punchline, die extrem lustig ist. Statt mit Bräuten chillen, warst du mit deinen Freunden kiffen. Schon mit 12 hast du das erste Mal zum Joint gegriffen. Und es ist offensichtlich, dass durch die ganze Kifferei auch heute noch dein Kopf gefickt ist. Digga, wie genau in dieser Sekunde der Rauch nach oben steigt, ne? Als wäre das so ein Krieg zwischen Gladiatoren, Digga. JPB 2014, anders wild gewesen. Denn du Hundesohn erkennst nicht. AT rechtsradikalisch zu nennen, ist echt unintelligentisch. Generell schafft Gio hier wunderbar den Drahtseilakt aus Atmosphäre, miesen Lines und übertrieben lustigen Punchlines. Die Runde hat einfach alles, was man sich von einer guten Battle-Runde wünschen kann. Vor allem fand ich noch nie, dass Gio der krasseste Hook-Künstler war. Seine Stärken lagen immer schon in den Parts und dass er hier einen langen Part gemacht hat. Kann sogar sein, dass Julian den Tipp mir gegeben hat und meinte so, ey, mach lieber eine Sache ohne Hook oder so. Ich weiß es nicht mehr, ne? Ist jetzt so aus dem Stehgreif, weil ich es gerade höre in der Analyse. Aber es war schon eine bewusste Entscheidung, ne? Nicht auf Hook und so zu gehen. Ach, das ist einfach die perfekte Demonstration seiner persönlichen Stärken. Er battelt schlau mit dem, was er am besten kann. Natürlich würde Lasker einen guten Song machen. Lasker ist mehr Musiker als Battle-Rapper. Das wusste Gio genau und er versucht gar nicht musikalisch zu konkurrieren. Strategisch wunderbar ausgespielt. Weiter geht's mit Laskers Anglizismen, was auch schon wieder hart lustig gemacht ist. Und doch sonst sind deine Zeilen öfter sonderbar. Who gives a fuck? Ich never du Homo, komm mal klar. Ist ja niedlich, dass du dich riesig freust über deine Englischkenntnisse, doch please speak Deutsch. Danach reitet er noch ein bisschen auf Laskers Schwächen in der deutschen Grammatik und auf seiner allgemeinen Dummheit wegen dem Angeln im Gartenteich. Ja, was heißt melodisch? Also ich finde, das hat ja auch immer was mit dem Zeitpunkt zu tun. Ne? Ich finde heute einige Hooks sehr geil, die ich mache. Ne, zum Beispiel der Song für meine Mama, alles gut. So, es gibt viele, viele coole Hooks, finde ich. Aber vor allem zu dem Zeitpunkt hier, diese Art von Hooks im Battle-Kosmos, die irgendwie melodisch zum Mitträllern sind, das war auf jeden Fall nicht meine Stärke. Ich rum. Was du für ein dummer Spasti bist, hab ich nach diesem Satz geblickt. Ich hätte bedenken sollen, dass da nichts richtig und grammatisch ist. Du bringst souveränen Schwachsinn und trotz das zieht dich aus dem Sumpf raus, wie du die Tune-CD im Achtel. Doch man fragt sich gleich, was das für ein Unsinn ist und wie dumm du bist, denn wer angelt schon im Gartenteich? Das mit dem Gartenteich ist jetzt nicht unbedingt ein Highlight der Runde, weil man das dann doch schon sehr als nicht gerade ernst gemeint identifizieren konnte. Danach wird's aber wieder lustig, wenn's darum geht, dass Lasker das Wort Vegetarier falsch ausspricht. Doch kommen wir nochmal zu deinem Text, bevor ich abschweife. Vegetarier, Vegetarier, Vegetarier. Das heißt Vegetarier, du Flachpfeife. Scheiße, Mann. Ich muss immer wieder an diese Sponchi-Zeile denken. Mann, wieso hat er mir die geklaut? Danach wird's ultra lustig. Erstmal sagt Gio, dass Lasker von der Hauptschule geflogen ist und dann kommt eine Punchline, die ich jedes Mal wieder feiere, egal wie oft ich mir die Runde gebe. Und danach kommt sogar noch eine gute, in der er sagt, dass man Laskers Dummheit schon an seinem Gesichtsausdruck erkennt. Im Interview hast du Lausbube gelogen. Was Ausbildung? Du bist von der Hauptschule geflogen. Damit du mich verstehst, formuliere ich das mal ein bisschen um. I think you are a little bit dumb. Und dafür musst du nicht mal so behindert reden, denn man kann dir deine Dummheit sogar vom Gesicht ablesen. Junge. Müsst ihr euch vorstellen, wie ich da vor dem Mikrofon stand und wirklich aufgenommen habe. So, what? Über Lines kommt aber leider eine Ultra-Schrottline, in der Gio sagt, dass Lasker zu dumm ist, um sich anzuschnallen. Das interessiert nun wirklich niemanden und spricht nicht gerade für Dummheit, sondern höchstens für Möchtegern-Coolness oder sowas. Du vermöbelst dich hier ganz allein, denn du Nutte bist sogar zu blöde, um dich anzuschnallen. So, das waren die ersten 40 Lines und ich muss sagen, dass fast alles echt gut ist. Okay, das mit dem Gartenteich und dem Anschnallen musste jetzt nicht unbedingt sein, aber ansonsten Hut ab. Ich denke, wir sind jetzt ungefähr bei einem Unentschieden, was Punchlines angeht. Der Anfang ist halt mehr Einleitung und danach geht's erst
erst langsam los, aber da waren schon echt ein paar geile Dinger bei. Krass, da ist das schon bei den Unentschieden, was Punchlines betrifft. Danach geht es sehr unterhaltsam weiter über... Ja gut, aber wie gesagt, die Hinrunde von Lasker war halt auch nicht so stark. Die Rückrunde war schon heftig und die nimmt er jetzt auch noch auseinander, ne, bald. Oh nee, die will ich mir nicht nochmal geben. Laskers Dummheit. Gio verpackt das wirklich sehr geil und macht sich wunderbar über... Ich muss sagen, also bis jetzt war jedes Battle so Battle angenehm anzugucken, aber die Rückrunde von Lasker, die war unangenehm. Die hat sich nicht gut angefühlt. Und das ist ein Zeichen dafür, dass sie gut war. Bei Lasker lustig, auch den Vater von Lasker baut er noch mit rein. Ist dich peinlich, wie du Lutscher dich freust? Zum Beispiel auf dem Foto. Guck mal ein Joint. Du bist echt ein Idiot. Zensierst dich selber, damit man dich nicht erkennt. Du lädst es dann auf deiner Seite hoch. Mit deinem Zeug hast du gar keinen Erfolg. Anders als dein Vater, der arbeitet betreut. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Die Aufträge laufen, er ist vollkommen zufrieden. Denn mit dir hatte er ja einen Holzkopf zum Üben. Okay, ein bisschen Familie hat sich wohl doch reingeschlichen, aber nichts Dramatisches. Die nächsten Lines waren mir dann auch viel zu ausgelutscht, um mich zu entertainen. Dieses auf die Bretter schicken und Brett vom Kopf ist krass Standard und wäre jedem Lappen eingefallen. Ist kein Problem für mich, so fotzen wie dich wegzuficken. Ich bin nicht dein Vater, doch werd dich auf die Bretter schicken. Für deine Dummheit wirst du sogar von deinem Dad gemobbt, denn nicht nur bei deinem Papa auf Arbeit hast du ein Brett vom Kopf. Aber danach wird es wieder umso besser. Er hat gleich zwei richtig geile Aussagen drin, und zwar, dass es sogar noch zu viel wäre, wenn Alaska unterschätzen würde und dass Lasker nur am Finale ist, weil seine Gegner so hart verkackt haben. Das letzte ist eine Sache, die tatsächlich sehr wahrheitsinspiriert ist. Alle Gegner von Lasker haben in ihren Runden gegen Lasker einfach nicht ihre beste Leistung gebracht. Alles, was vor Lasker von den Leuten gemacht wurde, war um Klassen besser als das, was gegen Lasker gemacht wurde. Das wisst ihr, das weiß ich, das weiß was... Das wisst ihr, Alter, mit so einem Bild. Wahrscheinlich auch Lasker. Deswegen trifft diese Punchline komplett ins Schwarze, wenn ihr mich fragt, und ist absolut authentischer Real Talk. In diesem Battle wirst du Blödian gefickt. Selbst aber wie er nichts zu dieser Blödian-Sache sagt, ne? Ich unterschätze, mach ich dich größer als du bist. Warum du so weit kamst, kann ich dir mit deinem Satz sagen. Du bist nur im Finale, weil die anderen verkackt haben. Danach wird's wieder ein bisschen lustig. Besonders das erste mit dem Schulabschluss habe ich gefeiert. Das zweite ist eher mittelmäßig. Ich fand's gut, dass Gio nichts sagen wollte, dass Lasker fett oder hässlich ist. Okay, er zeigt es mit dem Bild und umschreibt es, aber im Prinzip will er hier sagen, dass Lasker hässlich ist. Nicht ganz konsequent an dieser Stelle. Außerdem ist es Gio, also wer im Glashaus sitzt. Du kleiner Penner, Alter. Gegen AT hattest du einen guten Spruch. Du empfiehlst einen Logopäden und ich dir einen Schulabschluss. Mit der Harry Potter Line hast du vollkommen versagt. Denn die puncht dich, wenn mir das ein Voldemort sagt. Aber das Problem daran ist halt so, ich meine, so Widersprüche in einem Battle ist ja nicht schlimm, aber ich habe das so voll episch aufgezogen am Anfang und mir dann dazu widersprechen, ist einfach affig. Ich verzeihe ihm ein wirklich kleiner Ausrutscher im Anbetracht dieser überragenden Mammutrunde. Danach wird es wieder sehr lustig in Verbindung mit unserem Album. Aber ich finde, er macht die Runde zu groß. Ich fand die, ja, die hatte coole Lines drin. Aber ich finde schon, dass die... Ich finde die jetzt gar nicht so krass. Alten Kumpel Moneyboy, dem besten Rapper des Universums. Bei Diverse war es noch der Moneyboy-Effekt. Du dagegen hast sogar mit Moneyboy einen Track. Geht euch lieber mal um eure Mucke kümmern. Macht ne Crew auf und nennt euch dumm und dümmer. Wieder krass gefeiert den Shit. Gio bringt hier echt ein Ding nach dem anderen. Danach kommt ein bisschen Standard-Shit, also nichts Herausragendes, aber auch nichts Wackes, sondern einfach solide Lückenfüller über Fame-Geilheit und ein lasches Wortspiel mit Asche und Geld, aber danach gibt es wieder eine richtig lustige, selbstironische Punchline als Rettung. Ihr passt gut zusammen, weil ihr beide dämlich seid. Hauptsache ein wenig Fame, Hauptsache ein wenig Hype. Du hättest gerne den R8, doch dafür fehlt die Patte. Denn obwohl du viele Joints rauchst, machst du wenig Asche. Alter, keiner will dich Lauch in den Charts sehen. Bevor ich dein Album kauf, kauf ich mir Haargel. Yo, dass der Gio nicht gerade Haargel in Unmengen kauft, ist schon echt nicht schlecht. Aber traurig, dass Gio die Karre dafür einen R8 hält. Hätte er doch wenigstens A8 oder sowas gesagt, denn der R8 sieht wirklich ultra anders aus. Ich kenne mich bei Audi auch null aus, aber das muss man nun auch wirklich nicht, um diesen übertriebenen Ultra-Audi zu kennen. Richtig bitter. Entschuldigung, ja, ich entschuldige mich. Wie gesagt, ich weiß es bis heute nicht und ich würde morgen den Fehler wieder machen. Ich interessiere mich nicht für Autos, ich kenne mich nicht damit aus, ich habe es verstanden. Entschuldigung Julian, Entschuldigung Zuschauer, Entschuldigung jeden, der sich in der Hinsicht in irgendeiner Form angegriffen gefühlt hat. Sorry. Danach kommen wieder vier Lines, etwas schwächere Lückenfüller, aber am Ende auch wieder die Rettung mit einer sehr lustig rübergebrachten Punchline über Laskers Geisteszustand. Du kleiner dummer Junkie, glaubst du bist der Geilste, doch ich mach's wie du mit deinem Gras und rauch dich in der Pfeife. Also
mach mal nicht auf Gangster, denn das bleibt dein Traum. Du drehst nur krumme Dinger, wenn du versuchst, dir einen Joint zu bauen. Nach diesem Battle bleibt die einzige Erinnerung, wenn man an dich denkt, deine geistige Behinderung. Ich feier die Delivery irgendwie von allein. Die Punchline-Dichte ist leicht gesunken, aber in Relation ist sie immer noch ziemlich hoch. Und ich denke, man kann jetzt schon von einem 2:1 für Gio in Sachen Punchline sprechen. Er hat einfach das, was bei Lasker gefehlt hat, und zwar diese richtig geilen Highlights, die man nicht mehr vergisst. Aber jetzt kommt leider die größte Schwäche seiner Runde. Eine Geschichte voller Ja, das war voll wack, man. Das hätte einfach raus müssen. Diese ganze Geschichte da, Bro. Die war halt so aus dem Arsch gezogen. Beim Titan, er hat hier leider einen sehr unglaubwürdigen Pseudo-Real-Talk-Teil mit eingebaut, den er sich lieber gespart hätte. Und zwar geht es darum, dass Lasker angeblich wegen Geldschulden seinen Namen geändert hat. Der Aufbau ist anfangs noch sehr gut gelungen. Sag, wissen deine Fans, warum du nicht mehr E-Shot heißt? Warum du dich mit neuem Namen vor dem Mikro zeigst? Warum du Lasker heißt von einem auf den anderen Tag? Obwohl doch E-Shot schon jahrelang dein Name war. Sehr guter Einstieg in dieses Thema und man sagt sich echt, okay, dann erzähl mal, was hat denn der kleine Bengel so... Ja, ist so, Digga. Voll so aufgebaut, wie jetzt kommt, Alter. Die Wahrheit kommt ans Licht, man. Die Zuschauer wollen es wissen, okay, jetzt pass auf. Jetzt kommt die Geschichte des Lebens. Du hast Schulden gemacht, Alter. Mit diesem Namen, bei ganz gefährlichen Leuten. Und damit die dich nicht finden, hast du deinen Namen geändert. Geile Geschichte, Digga. So angestellt. Und der Aufbau erfolgt auch weiterhin ziemlich gut, damit das Lasker keinen Job und keine Kohle hatte. Nein, das war mir klar, weil es dir peinlich ist. Du machst den Tracks auf Fahrt, doch bist eigentlich der kleine Bitch. Doch jetzt cool Story, Bro. In deine Vergangenheit dich einzuholen. Du hattest damals einfach keinen Job und keine Kohle. Auch noch relativ legitim, aber dann driftet er langsam in eine komische Richtung ab. Es geht darum, dass er kein Geld für sein Dope hatte und sich dann Geld leihen musste von zwielichtigen Gestalten, die ihr Geld aber irgendwann zurückhaben wollten. Am Anfang hast du dir dein Dope noch von dem Geld gekauft, das dir deine Eltern gaben. Du dachtest, es fällt nicht auf. Doch mit der Zeit haben sie es dann bemerkt. Plötzlich fehlt dir das Geld, um von deinem Dealer was zu klären. Du warst am Arsch, du brauchtest Geld. Ja, ist richtiger Thriller, oder? Also man wartet schon, so wie die Geschichte zu Ende geht, Digga. Richtige Netflix-Dokumentation. Du hast dir wachgepumpt von komischen Gestalten. Ich rede von wirklich krassen Jungs. Doch damit hast du dich fast eigentlich so selbst gefickt. Denn irgendwann wollten die ihr Geld zurück. Das hätte er ruhig alles sagen können. Aber das in Zusammenhang mit seinem Künstlernamen zu bringen, zerstört die ganze Geschichte. Denn dann kommt der Twist of Doom, der die ganze Geschichte auffliegen lässt. Und zwar, dass die nur wussten, dass er E-Shot heißt und dass er sich dann aus Angst vor Verfolgung umbenannt hat. Du wusstest selbst, dass du die Schulden nie begleichst und dass die Jungs von dir nur wissen, dass du E-Shot heißt. E-Shot, so hat man dich Bastard gekannt und aus Angst hast du dich dann Lasker genannt. Als ob irgendwelche Spastis auf der Straße einen nur mit Künstlernamen kennen und Unsummen verleihen ohne irgendwelche Sicherheiten oder eine Adresse. Die Geschichte ist leider extrem lächerlich. Geldschulden ist eigentlich eine solide Geschichte, aber dass er die Namensänderung so in Scheiße verwandelt, ist schade. Es hätte mehr Sinn ergeben, wenn er behauptet hätte, dass Lasker sich innerhalb der Rap-Szene mit diesem Künstlernamen Feinde gemacht hat. Beats bauen lassen und nicht bezahlen, Studiozeit nutzen und sich dann wie ein Bastard Ja, stimmt. Das wäre auf jeden Fall schlüssiger gewesen. Wissen, ohne die Rechnung zu begleichen, sich wie ein... Aber ich musste es natürlich völlig übertreiben. Ich glaube, ich war halt voll in so einem Höhenflug in der Form von wegen, boah, die Leute feiern das, wenn ich irgendeine Scheiße erzähle. Wenn ich mir irgendwas aus dem Arsch sauge, irgendwelche Fake-Geschichten erzähle und hab's da voll auf die Spitze getrieben. Und man aus Deals rauswinden. Einen E-Shot ist ein richtiger Bastardruf in der Rap-Szene aufbauen, den Namen Lasker ändern und dann weiterziehen, um neue Leute abzufacken. Das wäre eine nachvollziehbare Geschichte, wenn man das gut verpackt und ein legitimer Grund für eine Künstlernamensänderung. Ich kann es echt nur immer wieder sagen, lügt, was das Zeug hält, aber bitte so, dass man euch nicht in einer Millisekunde dabei erwischt. Danach kommt aber wieder eine richtig lustige Punchline über Laskers Dummheit, die diese Schrottgeschichte wenigstens ansatzweise noch mit Humor rettet. Und im Anschluss noch eine gute Line, die dann kommt, wenn man für einen Moment lang so tut, als hätte man die Geschichte geglaubt. Doch das JPB kennt jedermann, da sehen dich die Jungs, aber das kannst du ja nicht verstehen, du bist dumm. Spongy hat sich die Worte Julian sehr zu Herzen genommen, ja. Er ist zu glaubhaft schon wieder, ne? Er wollte Julian nicht enttäuschen. Eigentlich tut es mir leid, dich dort rauszuschmeißen, denn du machst hier ja nur mit, um deine Schulden auszugleichen. Nach diesem Tiefpunkt in Gios Runde kommt aber zum Glück nur noch Überschritt, denn Gio fängt jetzt nochmal herzhaft an, Laskers JPB-Werdegang zu kritisieren. Er sagt da einige Sachen, die man auf jeden Fall so auslegen kann, wie er es macht. Zum Beispiel die Steigerung von Lasker.
spielt er wunderbar Battle-Rap-typisch herunter, um Lasker anzugreifen. Doch kommen wir auf den Punkt und reden mal nicht rum. Sie sagen, du hast dich gesteigert, überlege mal warum. Dein ganzes Zeug am Anfang klang nach Schrott in meinen Ohren. Hör die Quali, natürlich war da Potenzial nach oben. Deine erste Runde ist keine DM vom Hocker haut. Doch auf einmal schreiben Leute, ey, der hat ja doch was drauf. Doch ich sehe das leider etwas anders. Du hast deinen Sprung gemacht von Rap zu Standard. Er arbeitet da sehr gut mit der allgemeinen Meinung, dass Lasker sich von Anfang an sehr gut gesteigert hat und nutzt das für sich, um ihn damit runterzumachen und Laskers Erfolge kleinzureden. Erinnert mich auch ein bisschen an die Runde gegen Ismatics, diese Punchline. Danach kommt noch eine Art Präventivkonter von Gio, der wahrscheinlich davon ausgegangen ist, dass Lasker sagen würde, dass Gio seine Texte aus den Kommentaren für seine Gio-Rapmer-Serie klaut. Das ist zwar nicht passiert, aber er kombiniert das mit einem sehr authentischen Byte-Vorwurf zu einem Kommentar, wo jemand die 80 und 88 Nazi-These schon aufgestellt hat, die Lasker dann in seiner Runde gegen 80 benutzt hat. Vor allem war das die beste Line in seiner Runde. Das ist halt das Krasse, ne? Mit deinem Standard-Scheiß kannst du bis ins Finale. Du kannst zwar alles geben und versuchen, mich zu schlagen, doch zu meinen Serien solltest du Huren so nix sagen. Denn wer klaut sich seine Punches aus den YouTube-Kommentaren? Da hat der Gio mal richtig gut aufgepasst und was jetzt kommt, ist das Finale. Und das ist richtig gut gemacht, denn Lasker beweist es, wie bereits erwähnt, mit seinem Video und seinem ganzen Style, sogar mit seinem Outro. Du fetter Hurensohn. Du fettes Hurensohn. Ja gut, aber das kann doch nicht, das war ja kein Byte, oder? Das war doch einfach eine Anspielung. Sowas kann, also das ernsthaft zu klauen. Alles, was er macht, ist extrem SpongeBoss inspiriert. Man könnte schon fast sagen, Julian war for real ein Gio-Fan. Ja, Gott sei Dank. Kopiert und da steckt Gio ihm sowas von ins Arschloch. Er mischt das Ganze mit San Diego und SpongeBoss. Natürlich will er hier Vorarbeit für das King-Finale leisten und San Diego schon wieder in die Rolle von SpongeBoss stecken, damit er dann im King-Finale darauf aufbauen kann. Die Strategie von Gio ist hier ziemlich einfach zu durchschauen, aber nichtsdestotrotz hat er Lasker vernichtend geschlagen mit diesen Byte-Vorwürfen. Was deutlich wird, ist einfach, dass Lasker hier richtig übel am Nachmachen ist, und zwar SpongeBoss und San Diego, auch wenn Gio hier aus Strategiegründen beide als eine Person darstellt. Die ersten 12 Zeilen dieser Angriffsfläche sind schon mal richtig gut genutzt worden. Ja, ich weiß nicht, also ganz merkwürdig so, ne? Ich habe mir die anderen Analysen ja auch angeschaut und war eigentlich bei jeder Runde immer so d'accord so. Aber hier fühle ich meine Runde zu Unrecht zu krass gehypt. Also so, als wäre das so die ultimative Schlachtung und ja, okay, ein bisschen Müll dazwischen, aber sonst die ultimative Bam und diese Spongy-Bite-Geschichte, Digga, damit hat er ihm so heftig gegeben und seine Karriere beendet. So, weiß ich, für mich persönlich irgendwie fühle ich das nicht so. Bei der Cashes-Runde, ja, da bin ich auch sehr zufrieden mit, aber mit der Runde, ich weiß nicht, bin ich einfach nicht so zufrieden. Hast du echt gedacht, hier fällt keinem dein Gebeite auf? Mann, du hast sogar deinen Flow und deinen Style geklaut. Denn San Diego war für dich schon immer einer der besten Rapper. Du wolltest immer nur so sein wie er. Du kleine Fotze, Mann, du beitest ihn komplett. Hör nur einen deiner Tracks und dann weißt du, ich hab recht. Spätestens nach einer Qualifikation war's jedem klar. Du warst schon öfter in San Diego, doch nie in Amerika. Doch jetzt hab ich auf die Kacke keinen Bock mehr, das hier ist Krieg. Und du kommst als Money Wayne Soldier? Rede dich nicht raus, wer soll dir glauben, du verrätst dich eh. Weil du sogar vor dem Auto wie San Diego stehst. Dann kommen leider vier sehr schwache Lines darüber, dass Gio Texte von San Diego auf einen Beat klatschen sollte und dass Lasker dann einen das war so schlecht, Digga. Fansong gemacht hat. Weißt du noch damals, als wir beide unser Feature hatten? Du hast drum gebeten, Sunnys Texte auf den Beat zu packen. Ich schrieb für dich San Diegos Texte aufs Blatt und du hast daraus dann einen Fansong gemacht. Keine Ahnung, was so eine wacke, unauthentische Scheiße dazwischen zu suchen hat, aber danach kommt dann zum Glück der Todesstoß, der diesen kleinen Ausrutscher vergessen lässt. Die nächsten Zeilen stecken einfach nur voller Wahrheit, besonders in Ah, krass, ne? Das ist aber auch nicht, also das ist, naja, was heißt nicht neutral? Er lässt da schon seine eigene Meinung krass mit einfließen, ne? Jetzt kommt die Wahrheit so. Weiß nicht, Digga. Das ist schon krass. Laskers Quali hört man einfach den unmittelbaren Einfluss von San Diegos Texten komplett. Das ist mir auch von Anfang an aufgefallen. Also tu nicht so, als würdest du nichts von all dem wissen. Man hört San Diego in deinem Style und in den Anglizismen. In jeder Double-Time-Passage, Reim und Wie-Vergleich. Deine Karriere ist aufgebaut auf einen Riesenball. Ich dachte nur, Asiaten kommen mit Plagiaten, doch man kann sich täuschen. Denn du bist eine deutsche Kopie von was Deutschem. Im King-Finale würdest du sicher keinen Spaß haben. Denn wie willst du als Kopie das Original schlagen? Die allerletzte Aussage bringt Lasker komplett um. Egal ob Gio nun SpongeBoss als San Diego bezeichnet oder nicht, Fakt ist, dass Lasker eine Kopie vom King of Kings ist und die letzte Line ist eine Hinrichtung. Wir haben hier eine Battle-Runde monumentalen Ausmaßes. What?
Ich sehe das nicht in dieser Runde, Digga. Also, krass, okay. Ist nicht perfekt, sie hat ein paar schwache Momente und Ungereimtheiten, aber insgesamt hat sie ihren Zweck erfüllt und Laska umgebracht. In Sachen Punchlines ein glasklares... Also ich meine, ich nehme gerne Komplimente an, ja. Also ich nehme das ja, ne? So, also, aber irgendwie selber sehe ich das nicht in der Runde. In der Runde gegen Cash ist ja, gegen die Verse fand ich auch ganz geil, bis auf diesen Endteil, so teilweise. Aber in der Runde irgendwie, weiß nicht. Ich glaube, ich mag von mir einfach die Runden lieber, in denen ich einfach Punches kicke und nicht so Geschichten. 2:0 für Gio. Extrapunkt. Gio hat Laska unter einer Masse von Punchlines, die fast alle gut bis sehr gut sind, begraben. Seine Runde geht fast 7 Minuten, aber sie wirkt nie wie 7 Minuten, weil sie durchgehend unterhält. Außerordentlich gut finde ich auch die Leistung vom Producer D-Rush, der den Beat sehr abwechslungsreich und atmosphärisch gebaut hat. Die ruhige Einleitung, der sich dann langsam aufbauende Beat, die Spannungsbögen, das funktioniert alles sehr gut mit den vielen Zeilen von Gio. Die Runde hat mich von A bis Z unterhalten. Unendlich viel. Ja, und das ist halt die Sache, dass ich dadurch immer diesen Gedanken hatte, weil ich die Runde nie so heftig krass fand, dass da halt der Gedanke herkam, okay, vielleicht hat der Spongy schon irgendwie voll gegen mich geschrieben und es wäre einfach besser, wenn ich hier gewinne, damit er die Runde gegen mich kicken kann. Ich habe dafür keinen Beweis und das kann auch totaler Quatsch sein, aber dieser Gedanke, der war schon... Da kam schon öfter mal auf bei der Runde. Gegnerbezug, viel Recherche, eine Mischung aus Humor und Ernst, eine richtige Zerfickung, besonders ganz am Ende. Und das, obwohl sich beide so gut wie gar nicht kennen. Bei Gios Runde gegen Cassius Clay kannten sich beide persönlich gut und deswegen ist die Runde gegen Laska ohne persönlichen Bezug sehr viel schwerer gewesen. Und ich finde sie sogar noch besser. Ich finde die besser sogar, krass. Also ich fand die Runde gegen Cassius weitaus geiler. So bin ich viel mehr zufrieden mit. Ich wünschte mir nur, dass Gio die Logikfehler weglassen könnte bei seinem Pseudo-Real Talk, damit man komplett überzeugt sein kann von dem, was er sagt, ohne manchmal denken zu müssen, was labert. Ja gut, aber man darf nicht vergessen, es war 2014. Vielleicht war diese epische Stimmung und oh, jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Vielleicht hatte das auch einfach eine ganz andere Wirkung als jetzt 8 Jahre später, wisst ihr? Kann natürlich auch sein. Was hat er da eigentlich für einen Quatsch mit Soße? Es sind wirklich gute 144 Bars, aber es wären grandiose 100 Bars gewesen, wenn man ein paar Sachen weggelassen hätte. Insgesamt eine mächtige Runde mit ein paar zu verschmerzenden Schwächen, aber auch mein Extrapunkt geht natürlich an Gio. Kommen wir zum User-Voting. Auch da gibt es keine... Boah, krass, okay, 80-50%, heftig. Überraschungen, Gio hat die Zuschauer auf seiner Seite und das völlig zu Recht, ganz groß. Ja, okay, aber anscheinend haben viele Leute das damals so gesehen. Lag, denke ich, einfach auch am Alter, an der Zeit, weil die Runde kam irgendwie anscheinend zur richtigen Zeit so. Das ist Kino und ein fetter Einstieg ins Finale. Die erste Runde geht ziemlich eindeutig an Gio. 7:2, Digga, das ist schon krass. Kommen wir zur Runde 2. Ich werde die Punkte erstmal separat werten und am Ende alles zusammenzählen, denn was jetzt passiert, ist extrem ungewöhnlich. Gio fängt an zu schwächeln und Laska haut eine viel krassere Rückrunde als Hinrunde raus. Er hat das voll, echt ja. Gut umgedreht. Aber man muss natürlich sagen, er hat das auch leichter. Ne? Er hatte halt was, womit er was anfangen konnte. Meine Hinrunde war halt, ne, mit vielen prägnanten Lines, die man sich auch gemerkt hat. So, ne, also sowas wie rechtsradikalisch, wie diese Dummheitsgeschichte, okay, diese dumme Story, die schlecht war, oder einfach so, ne, diese prägnanten Dinger, auf die er sich beziehen kann, man weiß direkt, ah, davon redet der. Bei mir ist so, ganz viele Konter checkt man gar nicht so direkt, worauf sind die jetzt bezogen, weil keine Line irgendwie so richtig hängen geblieben ist von der Hinrunde von Laska, und das war natürlich der Nachteil für mich. Da hatte er den Vorteil in der Konterrunde, dass er quasi ein großes Paket zum Auskontern hatte, und ich musste halt irgendwie gucken, wie ich aus seiner Runde einen Konter mache. Ne? Videos. Diesmal Gio hier nicht den Hauch einer Chance. Laska bringt den gleichen atmosphärischen Stil wie Gio mit den Ausschnitten, aber zusätzlich sehen seine Performance-Szenen auch noch richtig gut aus. Ja, Gio hat ein echt mittelmäßiges Video abgegeben. Besonders schlimm finde ich die Unschärfe an... Ich wusste gar nicht, dass er... Ich hab's doch sogar gesagt in der Reaction, ne? Dass er sich darüber aufgeregt hat. Ich wusste nicht, dass er das auch in der Analyse gemacht hat, aber glaubt mir, bevor er das in der Analyse gemacht hat, hat er mir das gesagt. Und ich glaube, weitaus unfreundlicher als hier. Anscheinend liegt der Fokus hier auf der Wand. Der Kameramann muss komplett besoffen gewesen sein. Kasa, was hast du da wieder gemacht? Ja, er kannte sich halt nur mit Kamera aus. Ich musste halt immer alles einstellen. Und manchmal passieren dann halt solche Sachen, ne, dass, keine Ahnung, ich stehe dann, wir haben ja immer die Plätze getauscht. Das heißt, er hat sich hingestellt, wo ich stand, und ich stand da, wo er stand, aus der Kameraperspektive, und habe alles eingestellt. Und wenn man jetzt wieder die Plätze getauscht hat, dann kann es natürlich sein, dass ich auf einmal in der Performance irgendwie einen Schritt zu weit vorne war oder er beim Kamerahalten irgendwie einen Schritt vorgegangen ist, und schon ist die Schärfe nicht mehr richtig. Also das geht dann halt recht schnell, und er hatte auch nicht das Auge dafür oder das technische Know-how, um irgendwie zu wissen, wie macht man das? Wie stellt man das ein? Wie geht man damit um?
Das heißt, das ist halt irgendwie passiert, aber ich brauchte die Szene, um das Video abwechslungsreicher zu gestalten, weil wäre diese Szene nicht drin gewesen, dann hätte ich das mit dem anderen Zeug füllen müssen und das wäre weitaus langweiliger gewesen. Aber die Schärfe hat gesessen, naja, immerhin. Punkt für Laska. In Sachen Flow bleibt es beim Alten, auch wenn Laska nicht mehr so monoton rappt. Er kommt hier abwechslungsreicher als vorher, aber auch Gio hat ein Upgrade. Das kommt ungewohnt in die Fresse mäßig, was Gio hier fabriziert. Was ich bei Gio außerdem immer so gut finde, was ich noch nie erwähnt habe, ist seine extrem deutliche Aussprache, seine schön voneinander getrennten Lines und seine Punchline-Betonungen. Wieso fragst du mich, wie ich mir einen R8 leisten kann? Das ist ein A6, du Flachpfeife, Mann. Und deine Weggefährten, Mann, die tragen doch nur Masken, weil sie sich schämen, zusammen mit dir gesehen zu werden. Gio, wenn du clever wärst, würdest du mich nicht mit einer 90.000 Euro Karre dissen, wenn du S-Bahn fährst. Was laberst du, wie soll man deine Zeilen weiten können? Das ist doch gar nicht möglich, denn du hast ja keine eigenen im Auto. Ja, das ist halt so mein Stil. So bin ich auch heute noch bei meiner Mucke, ne? Haben wir auch schon öfter besprochen. Ich bin da wirklich immer sehr strukturiert, was so. Ich könnte halt nie eine Line schreiben, bei der man nicht weiß, wann sie endet. So. Es gibt ganz viele Rapper, die fangen eine Line an und du erwartest einen Reim, der jetzt kommt oder das Ende einer Line, aber das kommt gar nicht. Das verläuft sich dann voll. Muss nicht schlecht sein, das ist einfach eine Stilfrage. Ne? Manche mögen das auch, wenn es so außerhalb dieses Standards fällt. Aber ich persönlich mag das sehr gerne, deswegen höre ich auch gerne Sido oder Motrip. Das sind beides auch immer so eine Leute, bei denen du genau weißt, was du, in denen genau die Erwartungen erfüllt werden. Wenn du einen Text hörst, du kannst dem super folgen und weißt, wo fängt die Line an, wo endet sie, auf welchen Reim baut er auf und so weiter. Ich liebe das als Zuhörer und mache das auch gern selbst. Bin da nicht so experimentierfreudig. Wäre Laska wahrscheinlich besser, aber im Battle Rap ist Gio überlegen. Damit ich jetzt aber keine Partei ergreifen muss, vergebe ich den Flowpunkt wieder an beide. Technik bleibt auch alles beim Alten. Laska hat das gleiche Problem mit den extrem vielen Lines wie Gio, aber erreicht hier nicht mal im Ansatz das technische Level, das Gio durchgehend in seinem Barsong gehalten hat. Er bringt über große Teile ein Zweckreim-Massaker. Technikpunkt wieder an Gio. Punchline. Okay, habe ich jetzt, ja, wie gesagt, immer schwierig bei so einer langen Runde und bei den ganzen Videos da so explizit drauf einzugehen. Mir sind auf jeden Fall gute Konter hängen geblieben. Dass die Reime kacke waren, kann sein. Oder nicht so stark waren, kann sein. Ich hasse mein Leben gerade, weil natürlich musste Laska die ganze Scheiße von Gio umdrehen und das musste natürlich in einem 1-Million-Bar-Song sein. Aber kommen wir erstmal zu Gios Konter. Laska hat Gio nicht mal ansatzweise so viel zum Kontern gegeben wie andersrum. Deswegen hatte der es in der Rückrunde um einige schwerer. Ja. Aber er hat sogar ziemlich gut gekontert für das, was da war. Die ersten 4 Einleitungslines sind schon mal ziemlich okay, auch wenn es keine richtige Punchline gibt. Ich hab euch gesagt, dass dieser Junge nichts im Schädel hat und alles, was er da in seiner Runde kickt, bestätigt das. Denn ich dachte, du wolltest anfangen, Tacheles zu reden. Doch stattdessen versuchst du hier nur die Fakten zu verdrehen. Dann kommt leider ein richtig schrottiger Konter zu der Nummer-Ziellein von Laska. Denn ich glaube einfach nicht, dass Gio schon mal eine Nummer geschoben hat. Was soll das denn jetzt? Was ist denn das? Nummer ziehen, Nummer schieben ist doch voll in Ordnung. Das ist doch ein guter Konter. Und ihr wollt mir doch nicht sagen, dass dieser Typ da noch nie die ein oder andere Dame... Also, was ist denn das? Denn du redest was von Nummern ziehen. Du bist echt ein dummer Freak. Frag mal deine Freundin. Er bin ich am Nummer schieben. Dann wird's aber... Ich fand, die war doch okay. War jetzt nicht der krasseste Konter der Welt, aber ist doch voll okay. Ich verstehe jetzt nicht, warum... Also er findet es halt wahrscheinlich nicht authentisch oder was in Bezug auf mein Äußeres oder mein, wie ich wirke oder was. Keine Ahnung, ich fand den Konter in Ordnung. Nummer schieben? Ey, lass mal eine Nummer schieben, kennst du doch. Bestimmt. Sehr gut. Der verwirrende Anfang von Laskas zweitem Part wird hier für mich ein wenig entschlüsselt, denn Gio erklärt, was My Own Music ist und verarscht Laska richtig geil damit. Du bist da vielleicht schon zu sehr untertrieben, denn du sagst, ich habe bei My Own Music unterschrieben. Ja, ich verstehe den Humor, aber es schien jetzt nicht so als Witz. Ne, es schien ja so wie, den Konter fand ich überwack, weil ich nicht glaube, dass der schon mal so, verstehst du, das war ja nicht, also keine Ahnung, vielleicht empfinde ich es auch nur falsch, aber ich habe jetzt das Gefühl gehabt, der fand den wirklich so scheiße, fand den okay, also jetzt nicht unbedingt der Konter des Jahrhunderts, aber auch nicht überwack, so, kann man machen. Ernsthaft, wie kannst du so einen Scheiß bloß sagen, das ist kein Label, da kann man MP3s hochladen, aber okay, da lief wohl was in deinem Text verkehrt, denn eigentlich habe ich einen Major-Deal bei RapidShare, du Idiot. RapidShare, wer benutzt RapidShare noch, gibt es das überhaupt noch? Früher immer alles runtergeladen über RapidShare, ich glaube, existiert gar nicht mehr, oder? So, uploaded, glaube ich, ist heute so, ist tot. Was nimmt man heute so, was sind heute so File-Hoster, die so Standard sind? Was ist heute so das Ding, das man benutzt? Uploaded ist auch tot. Nee, WeTransfer benutzt man nicht für solche Art von Downloads, von denen ich rede. Uploaded gibt's noch. Share Online ist auch down. Streamcloud, Mega, stimmt, mega.nz oder so, ne? Ja, okay, kenne ich auch noch, ja.
Ja, schade. Rapid Share war damals der Shit. Danach kommt direkt ein richtig geiler, selbstironischer Konter zu Laskers Line darüber, dass Gios Verräterlines nur treffen, wenn er sie in den Spiegel rappt. Mann, was war das denn für eine miese Runde? Als wenn ich mit meiner Fresse in den Spiegel gucke. Richtig. Gute Idee, die Line so ins Lächerliche zu ziehen. Danach geht es weiter mit Laskers Gelaber über die vorherigen Gegner von Gio und darüber, dass Gio angeblich mit seinen Gegnern befreundet gewesen ist. Mistgeburt, das darf nicht dein Ernst sein. Das sagt mir der privat mit Diverse schreibt. Was, Freundschaft, Alter, halte die Fresse. Ich hab die noch nie getroffen, außer mit Punches im Battle. Danach geht es weiter mit den Chatverläufen und Gio hat dazu praktisch genau die gleiche Meinung wie ich. Das zeigt einfach nur, dass beide richtig am Arsch sind und sich über Lasker irgendwie nochmal rächen wollen. Ist aber interessant, das haben die Bitches geschickt, warte, das beweist doch nur, dass ich die richtig gefickt habe. Mann, ich war in beiden Battles der Sieger und du zeigst mir mit deinen Verläufen nur zwei schlechte Verlierer. Die letzte Line ist komisch formuliert und deswegen finde ich sie scheiße, denn Gio will hier sagen, dass jemand keine Missgeburt ist, wenn er sich fürs Zerfick... Warte mal, muss ich mal hören, die Line ganz kurz. Du zeigst mir mit deinen Verläufen nur, dass ich die richtig gefickt habe. Mann, ich war in beiden Battles der Sieger und du zeigst mir mit deinen Verläufen nur zwei schlechte Verlierer. Die letzte Line ist komisch formuliert so, und deswegen finde ich sie... Kommt noch. ...die Scheiße, denn Gio will hier sagen, dass jemand keine Missgeburt ist, wenn er sich fürs Zerficken bei einem anderen entschuldigt. Aber leider kommt es bei mir so rüber, als würde er sich damit selber meinen, also dass Gio sich tatsächlich fürs Zerficken entschuldigt hat. Klar, was für eine Missgeburt man ist das. Man sich sogar entschuldigt bei dem Gegner, dem dann richtig gut zerfickt hat. Ich hab Gio nochmal gefragt und er meinte tatsächlich irgendwen und nicht sich selbst. Leider scheiße formuliert und mal gefragt, dass man sich so Gio sich tatsächlich... Ich verstehe gar nicht, was das war. ...dich fürs Zerficken entschuldigt hat. Klar, was für eine Missgeburt man ist, dass man sich sogar entschuldigt bei dem Gegner, dem dann richtig gut zerfickt hat. Ach so, dass es so klingt, als hätte ich mich wirklich entschuldigt. Ja, okay. Ja, ja, es wirkt so. Ich hab Gio... Ja, hätte ich anders schreiben müssen. ...nochmal gefragt und er meinte tatsächlich... Aber selbst so, finde ich, funktioniert's. Weil selbst wenn ich mich entschuldigt hätte und ich das damit bestätige... Bleibt's ja trotzdem so, ne? Wo ist das, was ist daran ein schlechter Move? Irgendwen und nicht sich selbst. Ist okay. Leider scheiße formuliert und deswegen... Auch wenn's nicht stimmt, aber trotzdem. Eine Pussy-Line. Im zweiten Part geht es direkt mit 8 guten Zeilen über das Thema Biten weiter. Das war in Gios Hinrunde schon Thema und auch hier ist es wieder überzeugend, weil's einfach authentisch ist. Auch deine Videos sind leider keine sehenswerten. Alles nur gebitet, das kann man in jeder Szene merken. Und deine Weggefährten, Mann, die tragen doch nur Masken, weil sie sich schämen, zusammen mit dir gesehen zu werden. Dass du ein dummer Biter bist, hab ich prophezeit. Und als Wunde bringst du wieder nur einen großen Bite. Was laberst du, wie soll man deine Zeilen biten können? Das ist doch gar nicht möglich, denn du hast ja keine eigenen. Dann kommt ich find's halt, da hab ich auch ganz cool gerappt, ne? Also die Runde geht schon gut in die Fresse. Ich hab irgendwie, die hat schon Druck hinter. Eine extrem schwache Schrottline, aber danach eine, die umso besser ist. Denn es geht mal wieder um den Schwamm. Du hast doch nicht verloren, denn deine Gegner waren schwach. Und du drehst rund im Parkhaus, dabei geht es bergab. Denn sag mir, wie willst du es schaffen, dir die Krone zu holen? Alles, was dich ausmacht, hast du von deinem einem großen Idol. Aber diese Art von Angriffsfläche habe ich auch echt oft genutzt, ne? Auch gegen Ente habe ich das ja gebracht. Also so dieses Spongeboss-Biter, so du willst Spongeboss nachmachen, dein großes Idol. So habe ich das nicht fast genauso gegen Ente gemacht? Das glaube ich schon, Digga. Dann wieder Gios King-Final-Strategie, unauffällig mit reingeschleust, aber eine gute Line über Laskers Location. Ja, San Diego zu kopieren ist bei dir Spaß, die Programm. Das ist die gleiche Location wie in der Quali vom Schwamm. Mann, du hast es übertrieben mit der Rigorosität. Oh nein. Denn du klopfst ihm sogar seine Video-Ideen. Ich kann den Reim nicht mehr hören, Digga. Weiter geht's mit ein bisschen Selbstbeweihräucherung, denn Gio findet, dass er Lasker letzte Runde schon umgebracht hat. Was auch stimmt. Und danach kommt wieder eine richtig geile Line übers Biten. Das Thema wird echt nie langweilig. Ich frag mich sowieso, warum Lasker damit nicht schon vorher komplett zerfickt wurde. Du hast keine Chance, auch wenn dich immer noch ein paar Fans supporten. Denn du bist spätestens nach meinem letzten Text gestorben. Wie kannst du ohne dich zu schämen so einen Track recorden? Erst hab ich gedacht, alter Spongy, bist du fett geworden. Das Ding hat auf jeden Fall gesessen. Die letzten 4 Lines sind auch richtig gut, besonders ganz am Ende. Denn obwohl ich im Nachhinein das gar nicht mehr so finde. Habt ihr so das Gefühl, dass der Lasker voll so ein Spongeboss-Imitat war? Ich eigentlich nicht. Weiß gar nicht, warum ich das so krass empfunden habe. Ja gut, klar, also dieses Video ist natürlich wirklich blödes Timing, dass er das genau da vor dieser Spongeboss-Location gedreht hat und die Videoidee davon abgekupfert hat, ne? Aber ansonsten, weiß nicht, war er schon immer Lasker eigentlich, oder? Es hat beim Lasker geklappt, weil Lasker San Diego kopiert hat, aber beim Entertainment war es nicht gut. Nee, ich finde auch bei Lasker eher so, ja, man könnte das auf diese Videos jetzt beziehen, aber so grundsätzlich finde ich, ist Lasker schon ein Lasker gewesen. Ja, keine Ahnung, warum damals so dieser Eindruck entstanden ist, weil die Lines kamen ja anscheinend auch gut an. Also muss das ja irgendwie,
muss sich damit ja irgendwie ein Klima getroffen haben. Ne? Also muss es ein Klima gegeben haben, in dem diese Lines gezündet sind. So. Keine Ahnung wie und warum. Aber heute so im Nachhinein kann ich das gar nicht mal so richtig zusammenbringen. Laska bezeichnet ja allen Ernstes Gio als Biter, was natürlich gerade Laska nicht sagen kann. Komm mal lieber mit paar eigenen Texten, anstatt mich mit Zeilen zu betteln, die mich leider nicht treffen. Denn deinen geklauten Scheiß können die meisten erkennen. Und da wagst du es wirklich, mich einen Biter zu nennen? Yo, das Ding hat auch mal wieder richtig gut gesessen. Gelungener zweiter Part, kommen wir zum dritten und letzten. Am Anfang rechtfertigt er erstmal sehr humorvoll seinen eigenen sehr blöden Fehler mit dem R8. Ich hätte an deiner Stelle schon längst aufgegeben, denn fast jeder hier in diesem Battle will dich draußen sehen. Die Sache mit dem Audi war nicht extra, sondern aus Versehen. Wie soll man das erkennen, wenn so ein Fettsack vor dem Auto steht? Ich schwöre, es war so, Digga. Nur deswegen nicht erkannt. Danach startet Gio einen Konter zu einem Konter, den es leider gar nicht gibt. Denn Laska hat die Vigitaria-Scheiße tatsächlich so stehen lassen. Also ein Konter-Konter, der ins Leere geht, aber trotzdem gut gemacht. Wie konterst du die Sache mit dem Vegetarier? Willst du sagen, ey, du hast ja selber einen Sprachfehler? Ey, wie dumm muss man sein? Nicht zu peilen, das ist kein Sprachfehler, sondern pure Unwissenheit. Danach geht es weiter mit Laskas abschließender Abhandlung über Gios Tochter, die hier ziemlich einfach entkräftet wird. Denn laut Gio hat er nicht mal eine Tochter und Laska ist zu dumm zum Lesen. Und nur weil dein Vater dich immer so misshandelt, heißt das nicht, dass jeder Vater seine Kinder so behandelt. Abgesehen davon hast du mich mit so einem Schrott gebettelt, das hätte ich mal getroffen, wenn ich eine Tochter hätte. Als er dieses Babyfoto da auf Facebook fand, dachte er sich, jetzt greife ich eklatant mein Gegner an. Nur schade, dass der ich und mein Neffe daneben stand. Ja, schon blöd, wenn man so dumm ist, dass man nicht mal lesen kann. Ja, also zu dem Zeitpunkt hatte ich ja schon eine Tochter, hab ich ja jetzt schon mal erwähnt, ne? Aber dieses Bild war halt ich und mein Neffe. Ich weiß gar nicht, ob er sich das einfach aus dem Arsch gezogen hat oder nicht gelesen hat. Weiß ich nicht. Gründe dafür, warum ich das so gekontert habe, habe ich ja erklärt, ne? Das ist ein ziemlich guter Konter. Danach gibt's einen Konter zu den Byte-Vorwürfen von Laska und... Schlecht gealtert. Das finde ich sehr unnötig. Außerdem auch sehr standard formuliert. Dass nicht Gio der Biter ist, ist im Laufe dieses Battles sehr deutlich geworden. Aber er wollte das trotzdem nicht so stehen lassen. Und zu die Börse, was redest du da bitte? Guck mal auf den Text, da sagt halt hier Magneten vor die Lippe und nicht Dicken. Los, erzähl, was soll das für ein Dreck sein? Du sagst, ich würde ihn biten, obwohl du nicht mal seinen Text peilst. Nicht gerade der Höhepunkt dieser Runde, ja. Aber okay. Das naja, was heißt, war eher wack. Sind wir ehrlich. Das Ende fand ich nicht schlecht. Nicht überschüttig wie letztes Mal, aber nicht schlecht. Gio hat halt in seiner Hinrunde etabliert, dass Laska ein Vollidiot ist und will den Sack damit ganz am Ende nochmal zumachen. Nach dem Part bist du im Arsch wie ein Homo. Du kannst mir den Buckel runterrutschen, quasi Modo. Fassen wir zusammen, was du geschrieben hast, war Unsinn. Du hast mit deiner Runde nur bewiesen, dass du dumm bist. Ist ja ganz lustig gemacht, vor allem mit dem Cumshot. Generell ist die aber was für einer, gesamte Runde eher locker flockig. Sehr ja. Ungewohnt, dass man Gio hier die gesamte Runde über sehr entspannt sieht, weil es die letzten Male deutlich anders in Gios Runden zuging. Lustig war es zwischendurch immer, aber der Grundton war trotzdem immer Karriere-Zerstörungsroboter Gio. Ja, das war schon, glaube ich, auch ungewohnt für viele Leute. Ich komme da auf einmal mit so einem lockeren, eher schon fast fröhlichen Ding um die Ecke. Jetzt so rein von der Atmosphäre, ne, vom Video, vom Stimmeinsatz. Beat hätte man wahrscheinlich auch ernster drauf rappen können. War wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich darauf kam, diese Runde so zu machen. Ich glaube, ich wollte halt einfach... ja, ein bisschen was anderes machen als immer diesen epischen Film. Und wahrscheinlich habe ich mir gedacht, ey, ich konnte das so auf locker, flockig, lustig. Und ich sehe gerade, man sieht ja hinten sogar noch das Stativ stehen, Digga. Habe ich da einfach mein Kamerastativ stehen lassen? Was ist denn da passiert, Alter? Es ist eine gute Rückrunde. Er hat mit dem, was Laska ihm gegeben hat, eine anständige Konterrunde gebracht. Das kann man nicht anders sagen. Diese Rückrunde ist besser als Laskas Hinrunde. Aber kommen wir zu Laskas Rückrunde. Laska hat auch gekontert und zwar fett gekontert. Er hat richtig geile Lines, er hat endlich mal krasse Highlights drin und natürlich hat seine Runde mehr Punches als Gios Rückrunde, weil es mehr zum Kontern gab. Aber er hat auch Schrott drin, viel mehr Schrott als Gio es in seiner Hinrunde hatte. Das echt? Okay, krass, das ist mir gar nicht so aufgefallen beim Hören. Ich hatte eher das Gefühl, ich hatte da echt viel Schrott drin, weil diese ganze Geschichte mit diesem Laska umbenennen und Schulden und Bli war ja schon lange. Das war jetzt nicht so 2-4 Lines, das ging ja schon länger. Mal gucken. Das Verhältnis an guten Lines zu schlechten Lines ist nicht der Überburner. Die gut sind, sind meistens richtig gut und die nicht gut sind, die sind meistens richtig, richtig. Und das soll eine Runde gewesen sein, in der Thematic viel geholfen hat, oder? Also weil das haben ja voll die Leute immer wieder in den Chat geschrieben. Ab wann soll das denn gewesen sein? Also ab wann soll denn Thematic quasi so mit als Texteschreiber ins Boot geholt worden sein? Ab welcher Runde? Ab der hier oder schon vorher?
die Scheiße, aber fangen wir an. Er hat Gios Beat umgebaut, will hier komplett den Spieß umdrehen und das fängt auch richtig gut an. Direkt die ersten... Ab Rückrunde gegen Tune, okay. Sobald die Texte gut waren. Hart. Okay, krass. So, okay, heftig. Vier Zeilen machen richtig... Ich habe von Thematic halt nie so viel gehört, ne? Findet ihr, man hört es? Also wenn man es weiß, findet ihr, man checkt es dann direkt? Stimmung. Ey, du hast mit privaten Details noch nicht mal Casa zerfleischt. Mehr als mich dumm zu nennen, fiel dir bei mir gerade nicht ein. Du bist bodenständig, trotz dem ganzen Fame vom Turnier. Mann, du bist nicht Fame, du hast dich sogar selbst abonniert. Er fängt direkt an, Gio jedes Wort im Mund umzudrehen und das kommt richtig gut. Nach den ersten vier Lines kommt aber direkt der erste Absturz mit einer wacken Line, in der Lasker Gios Mutter unterschwellig als Hure bezeichnet. Wieder im Finale, was an sich eine gute Leistung ist, denn für das Geld macht deine Mama nochmal stundenweise Schicht. Dieses Hin und Her aus richtig guten und komplett ausgelutschten Lines ist leider Laskers große Schwäche in dieser Rückrunde. Danach kommt aber ein lustiger Konter von Gios Line, in der... Ja, was heißt ultra wack? War halt einfach so eine kleine, lockere Mutterline halt. Ja, okay. Gut, aber er ist halt sehr detailliert hier anscheinend. Er gesagt hat, dass Lasker wie sein Gras in der Pfeife rauchen würde. Du machst es wie ich mit meinem Gras, was meinst du, Hure, eigentlich? Ich kann mal nicht in der Pfeife rauchen, weil du die Pfeife bist. Dann kommt Laskers zweite Schwäche, die wir auch schon aus dem Turnierverlauf kennen, und zwar die deutsche Sprache. Er sagt, versuchst mein Werdegang zu läutern. Obwohl es heißen müsste, versuchst meinen Werdegang zu erläutern. Aber davon ab... Ach so. Stimmt, Digga. Du versuchst meinen Werdegang zu läutern. Abgesehen ist das ein sehr guter Konter, weil Gio sagt, er würde nicht oberflächlich dissen, aber es dann mit dem Voldemort-Bild trotzdem tut. Versuchst meinen Werdegang zu läutern und das ohne rechtes Wissen und behauptest dabei, du willst mich nicht oberflächlich dissen, bist du vollkommen behindert, denn nach Palin sagt er, ich sehe aus wie Voldemort. Wer ist jetzt der Holzkopf, du Spinner? Jetzt kommt der Konter, den Gio hat kommen sehen und auf den eigentlich jeder gewartet hat. Was sagt Lasker dazu, dass Gio denkt, dass das ein R8 ist? Und es ist nicht enttäuschend, denn er macht es in dem Stil, in dem Gio ihn für den Vegetarier-Fehler gefrontet hat. Kein richtiger Vegetarier-Konter, aber definitiv geil für sich ausgenutzt. Und danach kommt direkt noch eine Überline, die ich extrem gefeiert habe, weil es Gio nochmal richtig geil als armen Schlucker darstellt. Wieso fragst du mich, wie ich mir einen R8 leisten kann? Das ist ein A6, du Flachpfeife, Mann. Lebst du Trottel hinterm Mond oder wieso frontest du mich mit einem Auto, das noch mehr kostet als der Block, in dem du wohnst? Jetzt kommt etwas, das mich mal wieder in meinen... Das war nice gekontert. ...Grundfesten erschüttert hat. Lass... Deep Throat? Nee. ...das Rechtschreibung. Ich will mich hier eigentlich echt nicht über ihn lustig machen und ich behalte die ganzen Rechtschreibfehler in den Lyrics, die ich bekomme, auch immer für mich. Ich korrigiere sie immer nur, wenn ich sie in der Analyse einblende. Aber dieser eine Fehler hat mich wie ein riesiger Dildo ins Auge gefickt. Lasker hat clever. Ja, gut. Ja, meine Güte, Alter. Nutzt er natürlich jetzt super, ne, um da nochmal richtig schön einen draufzuhauen. Ja, ich sag mal, ey, man darf nicht vergessen, ne, ohne jetzt hier voll als Schutzschild zu agieren für den Lasker, dass man ja im Regelfall für sich alleine schreibt und das einfach schnell runterschreibt und sich darüber nicht so die Gedanken macht. Im Worst-Case-Szenario. Ja, es ist dann trotzdem nicht so geil, das so abzuschicken. Ne? Ich habe bei mir, ich werde auch Rechtschreibfehler haben. Ich habe das jetzt nie komplett mit so einer Rechtschreibkorrektur zurechtgebogen. Aber ich habe zumindest geguckt, dass solche Sachen nicht drin sind. So in den meisten Fällen. Vielleicht findet ihr ja was, kann sein. Aber ist natürlich nicht so schlau. Das aber in der Analyse zu sagen, ist aber schon... irgendwie ein bisschen unfair, oder? Weil es hat ja nichts mit dem Battle zu tun. Es ist ja im Grunde einfach nur sein Text. Der geschriebene Text. Aber das jetzt so auszuschlachten, ist schon ein bisschen gemein, Alter. Mit K geschrieben. Ich glaube, die Endline von Gios Rückrunde war doch krasser. Ja, okay, ihr habt recht. Diese dumme Geschichte spielt da mit rein. Ja, okay. Aber sind wir ehrlich, das wäre ja dann eher die Aufgabe eines anderen Rappers gewesen, das zum Beispiel in einer Runde aufzudecken oder anzugreifen. Innerhalb einer Analyse, was eigentlich nichts mit dem Diss zu tun hat an sich, ist es schon ein bisschen nicht ganz koscher. Als im ersten Moment angenommen, aber wie auch immer, inhaltlich geht es weiter mit einer soliden Konterline darüber, dass Gio S-Bahn fährt. Gio, wenn du clever wärst, würdest du mich nicht mit einer 90.000 Euro Karre dissen, wenn du S-Bahn... Ey, das ist eine Straßenbahn, Bruder. Bist du dumm? Straßenbahn, nicht S-Bahn. Wärst
Jetzt gibt es 8 Zeilen richtigen Ultramüll. Am Anfang bestätigt Lasker sogar Gio mit seinen Fronts über Laskers Dummheit. Denn er sagt, dass er gewinnt, weil ja der Klügere nachgibt. Also Gio, Selbstironie hin oder her, das ist kein sonderlich guter Konter. Vor allem, weil er danach sogar noch einen richtig dämlichen Fehler macht. Denn er sagt, dass Gios Mom ihm Deep Throws gegeben hat. Also Gios Mom gibt Lasker Deep Throws und nicht anders. Ja, das war auch so eine legendäre Line, ne? Die ist so... Bis ins... An die wird man sich noch in Jahrhunderten erinnern, gefühlt. Bumm. Wer einen Deep Throat bekommt, kriegt einen Schwanz in den Hals, Lasker. Richtig Absturz, die Line. Und danach geht's weiter mit richtigen Müll. Vor allem diese Bewegung noch dazu, Bruder. Lines über sexuelle Praktiken mit Gios Mom und ein wacker Vergleich mit Tiptop Eis. Insgesamt 8 Zeilen kompletter Rotz. Okay, ich höre jetzt mal genau hin. Weil das ist mir beim Hören der Rückrunde nicht aufgefallen, dass da jetzt so ein ganzer Achter Müll sein soll. Mal gucken. Bastard gekillt, denn der Kluge gibt nach und der Dumme bekommt das, was er will. Ja, ich verstehe den Konter. Er will halt quasi sagen, ja, ich bin dumm, aber der Klügere, ja, ich verstehe, aber was Julian meint, ist natürlich irgendwie, ja, er nimmt halt so eine Redewendung, ne, und benutzt es dann so als Konter. Kann man schon irgendwie machen, aber andererseits ist es natürlich auch nicht unbedingt geil, gekontert zu sagen, ja, ich bin dumm, aber dafür bekomme ich, was ich will. Ja, nicht so geil. Du hast da was verwechselt, denn als du noch Beatbox gemacht hast, gab deine Mami wöchentlich einen Deep Throat, du Bastard. Geld muss ich nie abdrücken, doch bei deiner Mutter Sonja für die sexuellen Praktiken kein Plan, ob es die Bitch noch weiß, doch sie hat das Kondom genüsslich ausgelutscht, als wäre es ein fucking Tip-Top-Eis. Danach ja, okay, war schon alles nicht so geil. Ja, alles Standard gelabert. Gehen wir weiter. Noch weiß, doch sie hat das Kondom genüsslich ausgelutscht, als wäre es ein fucking Tip-Top-Eis. Was ist denn überhaupt, was ist denn ein Tip-Top-Eis, Digga? Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich sag euch ehrlich, Tip-Top-Eis. Was ist denn das? Tip-Top-Eis. Tip-Top-Eis. Was ist denn das? Welches ist denn das? Wird das so geschrieben oder anders? Ist es das hier oder was? Wie kann man sowas nicht wissen? Ich kenne Tip-Top-Eis nicht. Sind es die hier? Sind es die Dinger hier oder was? Ich sag dir ehrlich, noch nie gegessen. Noch nie gegessen in meinem Leben, noch nie. Ach, die langen Wassereisdinger? Finde ich hier aber gar nicht unter dem Namen. Wahrscheinlich eins genommen, damit es sich reimt. Ja, okay. Aber Tip-Top-Eis, keine Ahnung. War mir nie ein Begriff. Danach kommt zum Glück die Rettung mit einem Ultrakonter zu Gios Dumm und Dümmerlein über Lasker und Moneyboy. Denn der krasseste Rapper des Universums beehrt uns mit seiner göttlichen Präsenz. Ich mach mit Moneyboy ne Crew, wir nennen uns Dumm und Dümmer. Du nennst deine Crew mit Kasa die zwei Hurenkinder. Der Konter ist inhaltlich kaum der Rede wert, aber es kommt einfach völlig überraschend und flash. Deswegen ist es ein echter Überkonter. Danach geht's weiter mit soliden Konter. Er hat halt gereicht, dass er am Start ist. So, das war der Konter und der war aber auch nice. Ich weiß noch, dass ich damals dachte, krass, der ist wirklich am Start. Nice. Ja, krank, dass er mitgemacht hat. Ich hab's auch voll verdrängt. Und zu Gios offensichtlich erfundener Geldleihgeschichte. Nichts Herausragendes und vor allem ist Lasker leider nicht drauf gekommen, den Logikfehler mit einzubauen, mit dem sich Gio selber gefickt hat. Aber es ist okay gekontert. Auch das mit dem Bauarbeiter gegen Cassius Clay ist nicht schlecht. Mann, ich hab mir alles selbst verdient und mir in meinem ganzen Leben niemals etwas Geld geliehen. Dann sagt mir Giovanni, dass ich damals keine Kohle hatte. Doch ich hab am Tag mehr Geld verdient, als die Fotze in einem Monat machte. Cassius einen Bauarbeiter nennen, finde ich auch dämlich, wenn das einer sagt mit einem Abschluss in Bautechnik. Danach kommen ganze 10 Lines voll mit Schrott. Von ausgelutscht bis einfach nur uninteressant ist alles dabei. Richtig langweilig und unoriginell nochmal das Hartz-IV-Thema mit reingebracht. Dann macht er aus Gärtner Gärtner. Es hat einen Grund, warum das noch niemand gebracht hat. Obwohl jeder seinen Nachnamen kennt. Ja. Es ist ultra wack. Ja, ist halt zu naheliegend, ne? Ist so ein bisschen so, als würde man eine Diverse mit Diverse leihen. Ups. Grundschul-Wack. Ich wette, das haben die Kinder maximal bis zur 3. Klasse gesagt, um ihn damit zu ärgern und ab. Ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht mal, ob das jemals vorkam. Also ich meine, klar, so ein Gärtnerspruch habe ich schon mal im Leben gehört, aber es war nie so ein Running Gag in meinem Leben oder so, dass da irgendwie Gärtnersprüche kamen, obwohl es voll naheliegend war. Wahrscheinlich waren die Kinder in meiner Grundschule zu dumm dafür. Keine Ahnung. Ab der 4. war es dann einfach zu peinlich. Oder es war den Kindern schon zu peinlich in der 1. und bis 3. Klasse. Da haben sie schon gecheckt, Digga, geht nicht. Dann kommt er mit Gesichtschirurgen. Langweilig. Gio wurde schon so oft hässlich genannt, da muss schon eine mörderlustige Übertreibung kommen, wie hässlich er ist, um dann nochmal irgendwo einen Lacher rauszuholen. Und dann kommt er mit Al Pacino und so einem Müll über Gios Haare. Richtig gammliger Untermüll.
Der ist ja voll, der ist ja sauer anscheinend, Alter. Man sich, was dieser Spaß die verdient und findet raus, dass er nicht arbeitet und Hartz IV bezieht. Doch Giovanni Gartner, ich schenk dir ein gar nichts, denn damit bist du Gärtner und kannst rasen, man. Gio, du hast recht, den Logo. Ja, okay, ist Müll. Eben hab ich empfohlen, für dich hab ich auch noch einen Weltklasse-Gesichtschirurgen. Mann, um dich zu betteln, braucht man gar nicht viel, da reicht meine Mähne. Nur weil du ne Glatze hast, stehen dir nicht die Haare zu Berge. Er denkt sich, was für ne Mähne, da braucht man keine Kappe anzuziehen. Spurtet in den Laden und kauft eine Packung Alpecin. Genau das meinte ich. Richtig geile Lines und dann kompletter Absturz. Gammelmüll. Die Qualität der Lines wirkt manchmal so, als hätten zwei unterschiedliche Leute unabhängig daran gesessen. Mir kann doch keiner erzählen, dass er das nicht wusste und das deswegen sagt. Der musste doch, vielleicht hatte er ja irgendwie Kontakt so und wusste, okay, da hilft jemand oder so. Weil wie kann denn das sein, Digga, dass er das einfach von alleine rauskloppt so? Also ich meine, mir ist es nicht so aufgefallen. Ja, du schreibst jetzt, stimmt, dass es so wirkt. Kann sein, Digga. Mir ist es jetzt beim Anhören der Rückrunde gar nicht so aufgefallen. Jetzt kommen nämlich wieder überkrasse Lines, und zwar 12 Stück. 12 Lines von Gut bis Zerstörung. In der ersten Hälfte geht es um Gios Bitch-Move von damals, als er in einem Video aufgetreten ist, in dem 20 Minuten erzählt wird, dass SpongeBob San Diego ist, ohne einen einzigen Beweis. Was manche Leute nicht alles für Klicks machen. Aber hey, die nennen sich ja selber Journalisten, wahrscheinlich Praktikanten bei der Bild oder sowas. Jedenfalls dröselt der Lasker das hier nochmal kurz auf und es stimmt. Ja, wobei ich dazu sagen muss, gut, er hat das wahrscheinlich Schizophrenic Block gemeint mit diesen Klicks-Sachen-Geschichte, ne? Mir ging es da nicht um Klicks. So, also als ich da aufgetreten bin, ging es mir nicht darum. Ich war einfach übel sauer über diese Nazi-Geschichte. Und mich hat das übel genervt, dass es immer noch Leute gibt, die behaupten, das ist nicht San Diego, weil es einfach Sunny war. Oha. Das wollte ich einfach nochmal klar machen mit meinem legendären, es ist 100% San Diego-Spruch. Das hatte wenig jetzt mit Klicks zu tun, ne? Klar, Schizophrenic Block hat das bestimmt, war halt Thema, aber im Grunde haben sie ja recht behalten. Gio hat sich damals wie ein schlechter Verlierer benommen und ist jetzt wieder dabei. Ich habe ihm das damals verziehen, weil er nicht wie alle anderen mir schaden wollte. Aber das verstehe ich nicht, Digga. Was muss er, also so im Nachhinein, was denn verzeihen, Digga? Was denn verzeihen, dass ich in einem anderen Video sage, dass SpongeBob San Diego ist, was so war? Danke, dass du mir verziehen hast, Bruder, aber wofür? Es ist ein Teilnehmer deines Turniers. Es ist ein Teilnehmer deines Turniers. Mehr nicht. So, du musst mit 100 Videos davon leben können, weil es kann dir doch egal sein. Es geht um einen Teilnehmer. Und was die Leute über diesen Teilnehmer sagen, ob es Wahrheit ist oder nicht, geht dich den Scheiß an. Wollte, sondern SpongeBob, aber... Es ist kein Snitch-Move. Es ist doch kein Snitch-Move. Wo ist es denn ein Snitch-Move, dass ich sage, dass SpongeBob San Diego ist? Was ist, warum muss jemand demaskieren? Weil derjenige Nazi-Bilder von mir gefaked hat. Deswegen, so, vielleicht irgendwie, ja, etwas nachvollziehbar. Ich finde, das ist gar kein Snitch-Move. Inwiefern ist es, wem denn gegenüber? Julian? Wieso habe ich ihn gegenüber denn einen Snitch-Move abgezogen? Ich habe ihm doch nicht irgendwas, ich habe nichts über Julian gesagt. Kein bisschen. Ich habe lediglich gesagt, dass SpongeBob San Diego ist. Ja, dass die beste Freunde waren, das ist dann deren Problem, ne? So, es war kein Snitch-Move. Also sehe ich bis jetzt auch nicht so. So, inwiefern soll das... Also wem denn gegenüber? Allerhöchsten Spongy gegenüber. Spongy gegenüber könnte man das als snitchig empfinden. Insofern, da will jemand nicht erkannt werden und der wird auf Zwang demaskiert. Aber gut, ne, man muss natürlich auch sagen, bei der Art und Weise, wie er an Battles rangegangen ist, ist es dann natürlich zu erwarten, dass sowas passiert. Sonst wäre mir das ja auch egal gewesen. In dem Video wurden aber Verschwörungstheorien verbreitet, wenn ich das richtig erinnere, darüber, dass das ganze JPB 2013 fake war. Und deine Aussage hat das für viele bestimmt. Ja, okay, das kann sein, dass da diese andere Thematik noch mit reinspielt. Ne? Wenn man das mit reinnehmen möchte, gut, dann könnte man es so empfinden. Ich persönlich habe es nur so gesehen, mir ging es nur darum, um diese SpongeBob-Geschichte und diese San Diego-Thematik. Ne? Das war für mich der Grund, warum ich auch in dem Video war. Aber wie auch immer, ich glaube, wir haben die Thematik abgearbeitet, oder? Gibt es ja nicht mehr viel zu sagen. Ich fand es jetzt kein Snitch-Move so. Können ja die Leute auf YouTube mal ein bisschen was dazu sagen, ob das ein Snitch-Move war. Ich finde, das Video war peinlich einfach, weil was ich da sage, einfach keinen Wert hat. Wenn jemand im Video ist und sagt, ey, das ist so, glaubt mir einfach, das ist halt einfach unangenehm so. Ja, deswegen ist mir dieser Clip auch unangenehm, weil es einfach, ja, was ist das für ein Move so? Aber snitchig fand ich es jetzt nicht, aber ich bin gespannt auf die Diskussion unter YouTube. Ne? Schreibt da gerne mal, wie ihr das Ganze seht. Bei, ich habe ihm das damals verziehen, weil er nicht wie alle anderen mir schaden wollte, sondern SpongeBob, aber... Okay, er sagt es ja sogar. Ja, kann man auch so sehen. Ja, so war es auch.
Das war ein Bitch-Move und Laska bringt das richtig gut als Punchline. Danach kommen noch vier richtig geile Lines. Gio sagt zwar, dass es sein Neffe ist, aber ist mir egal, ist trotzdem witzig. Julian, Digga. Der Julian Magedis, ey, was machst du denn hier? Ach, das bringt dir Hurensohn ja Klicks. Du machst alles für ein bisschen Geld, wie bist du denn drauf? Du wirst ganz offiziell MC Bitch-Move getauft. Front ist das Turnier bei Schizophrenic, block wie ne Snitch. Und dann machst du dann bei dem letztendlich doch wieder mit. Hierna fragt sich jeder Mensch, was für ein Heuchler du bist. Der innerlich noch hässlicher als äußerlich ist. Du schreibst ein paar Lines hin und fixst mich kurz. Kümmer dich mal um dein Scheißkind, du Missgeburt. Die ersten Worte deiner Tochter waren wohl nicht schön für dich. Also, dieses Kind, was da gerade gezeigt wurde, ist, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen möchte, ist auf jeden Fall aus der Familie ein Kind. Nicht meins, aber sind verwandt. Ich wusste gar nicht, dass solche Bilder auch noch online sind, Digga. Das würde ich am allerliebsten striken lassen, ich schwör's euch. Ich werde es nicht tun, aber ich finde es schon unangenehm. Ne, so diese, da ist zwar ein Balken davor, aber da ist ja wirklich sehr, da, also weiß ich nicht, fühlt sich für mich auf jeden Fall unangenehm an, da irgendwelche Familienmitglieder in den Runden zu sehen, Jahre später. Denn sie sagte, bitte Papa, bitte töte mich. Insgesamt gelungene 12 Lines, die der Lasker hier raushaut, habe mich köstlich amüsiert. Danach geht es wieder mit ein paar soliden Kontern weiter. Und zwar geht's zurück zu Gios Geschichte mit den krassen Kredithaien, die Lasker alle suchen. Er dreht das ein bisschen um und meint, dass er die Leute zu Gio nach Hause schickt, um mit ihm die Wände neu zu streichen. Die krassen Jungs, die du ja so betonst, sind meine Freunde und sie kommen dich schon, sobald sie wissen, wo du wohnst. Und von dieser, wie du sagst, komischen Gestalt wird mit deinem Blut in knallrot dein Wohnzimmer bemalt. Danach geht es weiter mit Gio Web mal und Lasker hat recht. Gio rechtfertigt sich immer wieder dafür und es ist derbe peinlich. Gar nicht die Raps, die er da bringt, sondern das Gerede davor ist echt komplett Absturz. Lasker trifft mal wieder voll ins Schwarze. Du schämst dich für dich selbst, denn in jedem Track musst du rappen. Komm nicht auf die Idee, mich mit Gio Web mal zu betten. Das ist auf jeden Fall eine legitime Angriffsfläche, ja. Weiß, das ist ganz schön peinlich. Hey Leute, willkommen zu der ersten richtigen... Oh nein, jetzt lässt du das wieder durchlaufen, Digga. Können wir einfach ausmachen jetzt? Müssen wir wirklich durch, wir müssen schon durchziehen, ne? In Folge Gio Webma. Manche Wörter konnte ich einfach... Ich versuche jetzt einfach nur hinzugucken, die ganze Zeit. Kann ich mit reinpacken, die waren ein bisschen zu... Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Falls ja, gebt einen Daumen hoch und abonniert mich. Wer zerreißt sich hier ganz allein, Bitch? Ja, das sitzt auf jeden Fall. Aber jetzt kommt Lasker mit einer sehr schrottigen Ausrede um die Ecke, um sein Gebeite zu rechtfertigen. Dann sagst du mir, ich wär ne Spongebob-Kopie, Mann, das Wort Ironie. Checkst du Holzkopf, Folie, das nennt man Déjà-vu, du Trottel. Wenn du siehst, wie ich im Parkhaus bitt, denkst du daran, wie man dir das letzte Jahr den Arsch auffrisst. Und du bezeichnest mich dann als Fake, doch ich bin kein Plagiat, man, ich bin das Update. Wow, das ist aber wirklich eine Ansage gewesen. Lasker bezeichnet sich als SpongeBoss Update. Das ist so dermaßen lächerlich, dass ich es wegen der völligen Übertreibung als Überpunchline werte. Aber ich find's auch eine gute Punchline. Natürlich, ja, jetzt kommen Leute und sagen, ja, aber Spongy ist ja viel krasser und bla. Ja gut, aber man muss es aus seiner Perspektive betrachten, als Battle-Rapper. Da sind zwei Battle-MCs, der eine sagt, du bist eine SpongeBoss-Kopie, dann sagt der andere, Digga, was erzählst du da? Das war höchstens eine Hommage so, damit du dich dran erinnerst, wie du damals von demjenigen geknallt wurdest. Ich bin das Update, Mann. Ja, das ist natürlich aus Battle-Sichtperspektive kann man das doch machen, Alter. Danach kommen wieder 6 Lines komplett Absturz über Gios Hässlichkeit. Auch hier das gleiche wie bei Gio. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Außerdem sind die Lines auch einfach... Tja. Was willst du jetzt machen? Da gibt's keine Screenshots mehr. Guckt euch das an. Derbe ausgelutscht und ein Photoshop-Hoden am Kinn macht das Ganze auch nicht witziger. Ich würde dich wirklich gerne eine Kopie nennen, doch zu deiner Fresse fällt mir nichts ein, denn wirklich nichts scheint zu hässlich zu sein. Ist das ein Doppelkinn oder warst du beim plastischen Chirurgen? Denn das, was da rumhängt, ähnelt mehr einem stark behaarten Hoden. Mit dem Sackgesicht machst du noch auf King und behauptest, du hast Eier, schon richtig, aber nur unterm Kinn. Danach kommen aber wieder 8 richtig coole Lines. Auch ich fand die jetzt aber gar nicht so kacke. Ja, du hast Eier aber nur unterm Kinn mit diesem Aufbau. Ja, es ist keine Über-Punchline, aber ich fand es auch nicht so Übermüll. Ja gut, aber ist jetzt auch Jahre später, vielleicht war es zu dem Zeitpunkt dann wirklich schon zu viel, als wenn ich dachte, Digga, reicht das dann so mit diesen Hässlichkeitslines? Weiß ich nicht. Wobei, Spongy hat es ja auch gemacht und zwar sehr gut. Alter, ich habe jetzt immer, wenn ich davon rede, weiß ich, ich muss die nochmal mit euch gucken, Mann. Gar kein Bock, Alter. Ja, aber wird schon sein, ne?
Auch wenn ich vorher noch nie das Wort Schmachthaken gehört habe und zuerst dachte, es wäre der Zweckreim des Jahrtausends. Das Wort existiert zwar, aber heißt wohl so viel wie dünner Lauch. Und Gio ist jetzt nicht jemand, der dafür bekannt ist, irgendwie dürre zu sein, auch nicht fett oder so, sondern einfach normal. Also doch ein gammeliger Zweckreim, auch wenn er das Wort nicht erfunden hat. Macht aber nichts, denn die Erklärung, warum Lasker seinen Namen geändert hat, ist übergenial. Und danach wird's noch geiler, denn Gios Kiffereigedisse wird ihm richtig witzig ins Arschloch zurückgeschoben. Und meinen alten Namen E-Shop, du Schmachthaken, hab ich nur geswitcht, weil wir ein Feature gemacht haben. Wie konntest du das all den Leuten sagen? Bist du behindert oder was? Jetzt brauch ich wieder einen neuen Namen. Ja, war mega gut gekontert. Mann, der will mich doch verarschen oder nicht? Recherchiert mein ganzes Leben und dann sagt er, dass ich kiff. Ich saß vorm PC und dachte mir nur zugedröhnt, was geht denn, Mann? Ich kiff nur, damit ich mir solche Hurensöhne geben kann. Ja, auch geil delivered, Alter. Finde ich geil. Weiter geht's mit einigermaßen soliden Kontern zum Thema Kiffen und damit, dass Gio sich seltsam häufig verkleidet, schminkt und bemalt. Das wird langsam echt bedenklich, auch mit den ganzen Perücken. Leider hat Lasker das meiste nicht sonderlich gut lyrisch umgesetzt, sondern nur so dahergesagt. Besonders das Ende mit dem Frauenkleid und den Perücken wirkt total hingekackt. Kackt und puncht gar nicht. Deine Kifferlines waren Standard-Scheiß. Deine Facebook-Bilder kommt an dich schon ganz allein. Statt mit Bräuten chillen, war ich mit meinen Freunden kiffen. Ihr hingegen malt euch lieber Bärte über eure Lippen. Ich war hart am Hasseln, du hingegen mit den Liebsten kuscheln. Bis Sonja sagte, es wird Zeit für das Familienpuzzeln. Du miese Schwuchte, bist kein G, du schlüpfst ins Frauenkleid und hast nur Haare, wenn du dir wieder Perücken ausleihst. Danach wird's wieder ein bisschen... Ja gut, diese Puzzle-Sache, ich verstehe nicht, was an Puzzeln so uncool ist, Alter. Puzzeln ist doch mega nice. Puzzeln ist Beste. Ich habe mir echt schon überlegt... Weil ich habe meiner Kleinen zu Weihnachten so ein, ich weiß gar nicht, wie viele Teile, das sind 500er Puzzle oder so, ne? Da, die sind ja immer so nach Alter sortiert. Und da habe ich echt überlegt, ob ich mir mal so ein zigtausend Puzzle hole, so ein riesengroßes, an dem ich dann so Tage oder Wochen lang sitze. Ist doch voll geil. Bisschen lustig, denn Lasker denkt sich eine unterhaltsame Geschichte über Gios Familie aus, wie schon vorher bei 80. Und am Ende gibt's auch noch eine Line über ein Bild, das aussieht wie eine Halloween-Bemalung oder sowas. Nicht wie dein Vater Wolfgang Winning, der es richtig machte, der deine Mom verließ und danach andere Bitches knackte. Denn er meinte, deine Mutter, dieses fette Schwein, hat beim Sex nur einen massiven Felsgestein im Bett gegleicht. Echt mal heiß, Wolfgang hat einen guten Geschmack. Man kann nur hoffen, dass er nicht noch einen Hurensohn macht, der mit 24 Jahren fast schon aussieht wie ein Rentner. Sei ehrlich, bei dem Bild hast du wohl kaum viel verändert. Danach kommen ganze 12 Schrottlines. Das ist, glaube ich, der Tiefpunkt der... Meine Tante hatte ein 20.000 Teile. Ich weiß nicht, ich hab eine... Also wirklich lang nicht mehr gepuzzelt. Die einzigen Puzzle, die ich gemacht habe, waren mit meiner Tochter halt, ne, ihr geholfen bei ihren kleinen Mini-Puzzeln. Ich weiß nicht, wie lange so ein 20.000 Puzzle dauert, aber ich hätte schon Bock drauf. Einfach so Beschäftigung, ne? So, keine Ahnung. Ich hätte auch Bock, mir mal so ein, irgendwie so modellmäßig sowas zu kaufen, indem du so, keine Ahnung, so Riesenschiff oder was es da alles gibt, wo du wirklich so kleben musst. Und keine Ahnung, wie habe ich Bock drauf? So, als Kind mochte ich sowas immer und irgendwie in den letzten Jahren nie gemacht, aber prinzipiell, glaube ich, schon ganz geil. 20.000 sitzt du in dem Jahr hier, meinst du? Der gesamten Runde. Es geht los mit einer kompletten Zweckline, nur um Potter-Spiel Gio auf Robert De Niro zu reimen, aber der kompletten Schwachsinn. Dann eine wacky Line über SpongeBob und Mr. Krabs. Dann redet er von dem Stall von Gios Tochter, den er wohl mit zum Dreh genommen haben soll und bringt einfach nur komplett sinnlosen Müll über das aus Sicherheitsgründen massive Stahlgerüst. Alter, was? Dann kommt eine schlechte Ausrede für die rechtsradikale Schlein und dann sagt er, dass Gio geistig behindert ist, weil der seine Lines nicht peilt. Kompletter Ultramüll. Hochkonzentrierte Gammelscheiße. Zum Glück kommt danach eines der größten Highlights dieser Runde. Oh nein. Denn Lasker hat einen Zusammenschnitt aus den behindertsten Spast. Die Kind von Gio gemacht. Und das ist zumindest eine Entschädigung. Im nächsten Teil von Harry Potter spielt Gio Dobbys Bruder und wird dann der nächste Robert De Niro. Dann hast du, was du wolltest, denn du bloß dafür ein bisschen Cash. Würd dich hier verlieren, hieß es SpongeBob gegen Mr. Krabs. Und weil du so ein Opfer bist, das kein Geld für eine Nanny hat, nimmst du zum Redestall von deiner Tochter mit. Überanstreng deine T-Rex-Arme nicht, bei dem aus Sicherheitsgründen massive Stahlgerüst. Pass mal auf die Line, in der ich die rechtsradikalisch nenn. Macht Sinn, weil ich sage, dass ich auch Zweckreime haben könnte. Meine Behinderung ist geistig, nein, eher deine, wenn du nicht mal meine Zeilen peilst. Iwi, Iwi, Iwi. Och, Digga, das... Iwi, Iwi, Wicca, 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 Abadula, 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 what? What? Mann, warum kommt es denn so kacke rüber, Digga, wenn man das so zusammenschneidet? What? Ja, los, ihr dürft einmal, ihr dürft ein bisschen mobben, Alter, macht... Habt euren Spaß. Ihr kommt ohne Bann davon. Iwi, Iwi, Iwi. Abadullah.
Danach kommt auch wieder was. Ey, aber er hat Gott sei Dank genau dann aufgehört, als es am schlimmsten wurde. Also, hätte das noch 10 Sekunden länger gezogen, Bro. Halbwegs solide ist der. Wie kam es zu diesem Video? Ach, wissen das manche gar nicht. Ich kann es gerne nochmal sagen. Ich habe damals ja wirklich hauptsächlich Beatbox gemacht, bevor ich angefangen habe zu rappen. Und meine ersten Klicks oder die erste Aufmerksamkeit auf YouTube habe ich bekommen, weil ich Leuten erklärt habe, wie Beatbox funktioniert. Heißt, ich habe verschiedene Sounds erklärt, ne? Inward Snare, Kick und normale Snare, Hi-Hat und was es da alles gibt. Und dazu gehört ja auch der Vocal Scratch. Und den habe ich da erklärt. Und dabei geht es halt darum, dass du mit der Stimme hochgehst und dann wieder tief, um bestimmte Worte zu scratchen. Ne? Das habe ich dann vorgemacht und diese Sachen sind halt zusammengeschnitten worden. Das ist eigentlich die ganze Geschichte hinter dem Video. Nein, das war nicht mein Beatbox. Das war ein Tutorial für einen Vocal Scratch innerhalb von Beatbox. Ich kann auch ein bisschen Beatboxen, aber nicht mehr annähernd so wie früher. Was kann ich noch? Was konnte ich denn noch? Sowas, ja. Früher habe ich das hauptsächlich gemacht. So, ich war auch auf irgendwelchen, auf allen möglichen Conventions und Meisterschaften, also nicht teilgenommen, ne? So als Zuschauer. Ich war halt übelster Beatbox-Fan. Hab dann angefangen, so bestimmte Sounds einfach den Leuten zu erklären. Und da war halt der Vocal Scratch dabei. Und das ist dann diese legendäre Szene, die da am Ende entstanden ist. Ja. Was, aber Dulla noch? Nee, das. Aber ich konnte das nie wirklich. Also auch den Vocal Scratch, das habe ich dann die ganze Zeit im Auge. Auch den Vocal Scratch, den ich da erklärt habe, konnte ich nie wirklich. Ich konnte nur in der Theorie erklären, wie er so rein theoretisch funktioniert. Ich habe eher mal diesen Scratch benutzt, diesen. So, damit habe ich immer gescratcht. Konnte ich aber auch besser. Ach, egal. Kann ich nicht mehr. Und das war halt früher so mein Life. Ja, das sind quasi Bilder aus alter Zeit, Digga. Danach kommt auch wieder was halbwegs Solides, denn Lasker meint, er frisst einen Besen, wenn Gio 2 für seine Sprachschwäche sehr ungeeignete Lines vorrappt. Und ich schwör, dass ich einen Besen fresse, Mann, wenn du Spinner meine nächsten beiden Zeilen ohne Fehler rappen kannst. Meine Crew rappt immer nur auf Weed und Coca-Lines, wir machen Trap of Drugs, schickst du mir einen Videobeweis? Der Gedanke ist nicht schlecht, die Umsetzung ganz okay, jetzt sind wir bei den letzten 12 Zeilen dieser Berg- und Talfahrt. Ich weiß nicht genau wie viele, aber bestimmt die Hälfte der Zeilen hätte... Bitte nachrappen. Nö. Der lieber mal weggelassen. Das Finale, welches bei Gio die ultimative Zerfickung war, ist hier leider nichts Besonderes. Die nächsten 4 Lines sind ziemlich gut. Das mit den Steinen gegen einen Panzer gab's in ähnlicher Form schon, aber ich fand's trotzdem gut. Und das mit dem Arbeitsamt kommt mir extrem bekannt vor. Ich glaube, das gab's sogar in diesem JBB schon irgendwo, aber ist auch ganz witzig an dieser Stelle. Willst du siegen? Du erscheinst dir mit so gammligen Fersen. Da kannst du gleich versuchen, Steine an den Panzer zu werfen. Weil du öfters als zu Hause bei den Arbeitsämtern sitzt, denken sich die Mitarbeiter, dass du ein Angestellter bist. Dann kommt das endgültige Finale, also die letzten 8 Zeilen in den... Ah, ja, mit dem... Jetzt weiß ich es auch. Das war die Diverse-Runde. Mit dem, da könnte ich die... Mitarbeiter können sich da schon duzen. Hat Diverse gebracht. Und da haben wir uns ja letztens das angeguckt, genau. Und er sagt, ich wäre Angestellter. Ja, okay, ist schon... Sehr ähnlich. Den Gio, den Lasker vor 3 Wochen komplett begraben hat. Mit authentischen Beitvorwürfen hat er ihn Real Talk-mäßig zerfickt. Lasker redet von Hartz IV und davon, dass er mit seinen Kumpels in einer Kneipe mit Bierflaschen post, dass er seine Hose zum Doppelkinn hochzieht, dass seine Schwester Trippe hat und ganz am Ende versucht er eine Schockerline, indem er eine tote Oma erwähnt. Wahrscheinlich dachte er, dass eine tote Oma... Bitte Gio, die 2 Lines... Schreibt mir in den Chat, Mann. Ihr kriegt, was ihr wollt, Alter. Ein schlimmes Tabuthema ist, aber da er nichts dergleichen vorher aufgebaut hat und das einfach nur behindert in den Raum wirft, ist es nur ein richtig gammeliger Abschluss. Ich hab eine leichte Ahnung, was die Fotzen mit ihrem Hartz IV machen. Gehen in Kneipen und da posen sie mit Bierflaschen. Bei den Pennern fragt man sich, ob sowas noch Klamotten sind. Zu kleiner Sweater und du trägst die Hose bis zum Doppelkinn. Deine kleine Schwester Shish. Da weiß jemand, was Style ist. Die hat Tripper, denn sie klebt an jeder Banane wie Chiquita-Sticker. Und wie erwartet, fick ich alle in dem Part. Außer deine Oma, denn sie wartet schon im Sarg. Ja, das mit der Oma habe ich auch nie kapiert, Digga. Vor allem, weil ich ja nie mit meiner... Also, ich hätte es irgendwie verstanden, hätte ich da irgendwas gepostet in der Hinsicht. Aber so traurig, wie es ist, ich hatte ja nie eine Oma oder einen Opa. Meine Mama ist im Heim groß geworden. Das heißt, ich hatte mit meinem Opa, Oma nie irgendwas zu tun. Deswegen keine Ahnung, woher das kommt. Aber wir nehmen es einfach mal so hin.
Laska hat hier nicht die durchgängig hohe Qualität wie Gio in seiner Hinrunde. Er hat richtige Überburner-Lines, aber leider auch viel wacke Scheiße in Gios Du bist sogar zu dumm, um dich anzuschnallen Stil. Außerdem kann er die Atmosphäre der Gio-Runde trotz fast gleichem Beat nicht mal im Ansatz erreichen. Also Hinrunde gegen Rückrunde würde Gio vorne liegen, aber gegen die Rückrunde von Gio ist Laska hier trotz zwischenzeitlicher Ultra-Wackness überlegen. Er hat halt den Quantitätstrumpf und es gibt nach wacker Scheiße fast immer die Rettung in Form von einer Überline. Wenn man sich die Runde... Ja, okay, wenn man es so sieht, meine Hinrunde war besser als seine Hinrunde, meine Rückrunde war besser als seine Hinrunde und seine Rückrunde war besser als meine, ja, er sagt schlechter als meine, gut, sagen wir jetzt mal, die war so wie meine Hinrunde, dann macht der Sieg schon Sinn. Ja, dann habe ich mich da vielleicht kleiner gemacht, aber ich hätte es trotz, sagen wir es so, ich hätte auch verstanden, wenn ich dieses Battle verloren hätte. Einfach weil, ne, die letzte krasse Runde in diesem Battle kam von Laska. Und das bleibt natürlich im Kopf, ne? Also bleibt natürlich dann im Nachhinein in diesem Battle so dieses Gefühl, okay, krass, Alter, Laska zerstört. Wenn man das jetzt so ne, aufdröselt, okay, dann ist das schon nachvollziehbarer für mich. Ich fand, er hat es auch recht fair bewertet, wobei ich nicht immer seiner Meinung war. Es gab ein paar Lines, die er bei mir voll kacke fand, die fand ich eigentlich ganz gar nicht so kacke, wie er es dargestellt hat. Und es gab auch Lines, die er bei Laska extrem kacke fand, die ich auch nicht so schlecht fand, wie er es dargestellt hat, aber so im Grunde, haut das schon hin. Wenn man gibt und nicht auf alles achtet, dann wird man fast durchgehend entertained. Und der hat Gio im Großen und Ganzen echt gut gekontert, dafür, dass er nur 2 Wochen Zeit hatte. Er bringt viele wichtige Konterlines, außer das mit SpongeBoss, das konnte er nicht wirklich gut entkräften. Sich bei dem ganzen Gebeite selbst für ein SpongeBoss-Update zu halten, ist der heftigste Front, den Spongy jemals abgekriegt hat. Ich hoffe, dass er das nicht auf sich sitzen lässt. Insgesamt hat Laska hier aber trotz Schwächen gut abgeliefert und Gios Rückrunde in den Schatten gestellt. Nicht so sehr wie Gios Hinrunde es mit Laskas Hinrunde gemacht hat, aber er hat ihn hier auf jeden Fall gefickt. 2 Punkte Laska und 1 Punkt für Gio. Gab's da nicht irgendwie eine Sache, dass Spongy sogar den Laska mal signen wollte oder so? Extra Punkt. 3-4, so knapp sogar. Laska hat eine etwas wechselhafte Runde. Es geht echt von Ultraschrott zu übergeil, dann wieder Standard und dann wieder lustig. Das Ende der Runde ist im Vergleich zu dem von Gio ein Witz und die durchgängig sehr hohe Qualität von Gios Hinrunde wird nicht überboten. Aber im Vergleich der Rückrunden hat er Gio insgesamt gut Penis gegeben. Oder wie er es anscheinend laut der Deep Throat Line bevorzugt, hat er hier richtig schön Penis bekommen. Gio hatte nicht viel zum Kontern und hat das Beste draus gemacht, aber gereicht hat es trotzdem nicht. Den Extrapunkt bekommt Laska. Im User-Voting sieht es genauso aus. Es ist nicht so eindeutig wie für Gio in der Hinrunde, aber es reicht. Laska war zwar nicht insgesamt, aber am Schluss war er besser als Gio und auch diesen Punkt holt er damit zurecht. 6-3 steht es jetzt am Ende. So, rechnen wir mal zusammen. 7-2 für Gio in der Hinrunde kommen obendrauf und ja, das reicht. 10-8. Ich trotz verlorener Rückrunde immer noch für den Sieg. Macht 1500 Euro zu seinen 1500 Euro obendrauf. Ja. Damit hat Gio das JPB 2014 gewonnen und ist der neue King. Wenn ich überlegt habe, wie sehr ich mich über dieses Geld gefreut habe und ich habe Monate dafür gearbeitet. Wieso gab es da noch kein Twitch, Digga? Aber wir sind natürlich noch nicht am Ende, denn jetzt geht es für ihn weiter ins King-Finale, wo SpongeBoss schon auf ihn wartet. Einer von beiden gewinnt am Ende 2000 Euro und ist der King of Kings. Morgen gibt es aber erstmal das Mini-JBB-Finale Cinema gegen Jasper. Und nächste Woche Freitag gibt es das erste von 4 Bonus-Battles. Der Asiate. Grinch Hill. Fight. Ah, stimmt. Die ganzen Bonus-Battles müssen wir uns ja auch noch geben, ne?